Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die mir sehr viel bedeutet, denn heute geht's uns ein bisschen darum, was wir drüben machen in diesem anderen Podcast-Feed, in dem wir die ganze Zeit über Filme quatschen. Der ein oder andere, der sich jetzt hier nicht nur her verirrt hat, weil er gelegentlich mal was zu Comics wissen will, weil er Bock hat auf die Interviews oder auf die ganzen Specials, die wir hier beim Telestammtisch veröffentlichen, sondern eben, weil er regelmäßig wissen möchte, was an Filmen so in die Kinos kommt, in die deutschen Kinos, der hat sich vielleicht auch schon mal eben in diesen anderen Podcast-Feed verirrt oder eben Leute, die sowieso regelmäßig uns zum Beispiel über YouTube hören, für die ist da überhaupt kein Unterschied ersichtlich, die haben gemerkt, dass wir echt eine ganze Menge zu Filmen machen, denn der Telestammtisch ist ein Podcast, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, möglichst alle Kinostarts, die es in Deutschland gibt, zu besprechen und dann pro Film eine Review zu machen, die im Regelfall irgendwas von einer Laufzeit zwischen 5 und 20, manchmal auch 60 Minuten hat. Ganz unterschiedliche Sachen kommen da zustande und ihr könnt euch vorstellen, dass bei ca. 15 bis 20 Kinostarts die Woche selbst jemand wie ich, der scheinbar sehr viel Freizeit hat, nicht alles alleine auf die Reihe kriegt und dass da echt eine ganze Menge Manpower ja notwendig ist und Manpower ist wie gesagt ein geschlechtsneutraler Begriff an der Stelle. Ich habe also das Glück, hier mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die echt mega Bock auf Filme haben, die durch und durch Cineasten sind, die auch mal kurzfristig Filme sichten und die für uns vor allem diese Besprechung, das, was ihr letztlich hier in dem Podcast-Feed bekommt, eben auch hören. Und wir wollen heute hier über den Telestammtisch und vor allem das, was so im letzten Jahr beim Telestammtisch passiert ist, aus meiner Sicht eine ganze Menge, über das wollen wir heute sprechen. Und dazu habe ich heute drei weitere Herren mit im Programm, die quasi mit hauptverantwortlich dafür sind, dass der ganze Spaß drüben bei den Filmkritiken vom Telestammtisch überhaupt funktioniert, weil sie eben so diese klassische Extrameile gehen, weil sie eben ein bisschen mehr machen, als sich morgens oder nachmittags nochmal irgendeinen Pressescreener zu geben von einem Film, den sie sowieso im Kino angeschaut haben. Nein, das sind alles Herren, die wirklich hier besonders viel Herzblut und eben auch Zeit in den Telestammtisch investieren und ohne die würde der ganze Spaß hier nicht funktionieren. Wir haben eine ganze Menge vor heute und wir müssen mal gucken, wie weit wir in der Zeit, die wir so angedacht haben, überhaupt kommen. Und ich begrüße zunächst an allererster Linie jemand, der den Schnitt beim Telestammtisch macht. So, insbesondere den Schnitt von den Filmkritiken. Jemand, der wahnsinnig viel moderiert, wahnsinnig viel guckt und der, auch wenn er vielleicht nicht in jeder Ausgabe zu hören ist, auf jeden Fall an jeder Ausgabe beteiligt ist und sei es eben nur am Schnitt der einzelnen Ausgaben, jemand ohne den das Pensum, dieses Mammutprojekt, das hier parallel noch entstanden ist, überhaupt nicht funktionieren würde. Moinsen Dom. Moin. Gott, da bekommt man ja Pipi in den Augen hier. Hi. Ja, ist aber echt so, ne? Also wir werden uns ja demnächst hoffentlich alle mal persönlich treffen und dann geht eine ganze Menge Bier auf mich, so viel ist mal klar. Ich freue mich drauf. Der zweite Herr hier in der Runde ist jemand, den ich sogar persönlich schon mal getroffen habe. Und das ist bei immerhin circa einem Drittel aller Mitglieder beim Telestammtisch der Fall. Jemand, der eigentlich, so wie übrigens viele weitere Kolleginnen und Kollegen, eigentlich aus diesem Comic-Sektor kommt. Er ist jemand, der für den Telestammtisch sehr viele Sachen macht. Unter anderem hat er gerade, was so Design-Sachen angeht, wahnsinnig viel übernommen. Denn er ist nicht nur Comiczeichner, er ist nicht nur Moderator, er ist nicht nur jemand, der auch noch einen richtigen Alltagsjob hat. Nein, er ist jemand, der auch mal eben so als Photoshop-Gott bezeichnet werden könnte und hat dann unter anderem eben auch an vielen Cover-Abänderungen jetzt zum Beispiel für die Comic-Stammtische in München mitgearbeitet. Jemand, der uns unter anderem auch die höchst offiziellen Bierdeckel kreiert hat, die es zu kaufen gibt und jemand, der sein eigenes Illustrationsportfolio auch damit ausgebaut hat, dass er die Presseverführung, die er für uns für den Telestammtisch besucht, eben auch nochmal in Illustrationen gießt. Da gibt es jede Menge coole Sachen, die ihr euch eben auch online anschauen könnt und kleiner Geheimtipp, der junge Mann ist auch viel im echten Leben unterwegs auf Veranstaltungen wie Comic-Cons. Man kann ihn nicht nur persönlich treffen, man kann ihm diese Illustrationen auch abkaufen. Moinsen, Andi. Guten Abend, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ja. Guten Tag. Du hast ja, wir müssen uns heute mal gucken, ob wir heute noch auf das Spiel zu sprechen kommen. Das kann man ja auch mal wieder droppen. Es gibt ein Gesellschaftsspiel oder zumindest eine Art Beta-Version davon. Es gibt viele tolle Ideen zu diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden Teilnehmer hier von dem Spiel schon mal großartig was gehört haben. Das machst du ja eben bei auch noch so. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal zu sprechen kommen. Genau, das ist noch in der Planungsphase, aber gerade so ein bisschen on hold. Aber dazu vielleicht später, ja.
Ja, und der dritte Mann in der Runde ist derjenige, der für uns mal so ziemlich gefühlt fast jeden Blockbuster bespricht. Denn machen wir uns nichts vor, so Presseverführungen finden im Regelfall vormittags statt. Die finden vor allem in den großen Städten statt. Das sind meistens die vier großen: Berlin, Hamburg, Köln und München. Manchmal eben auch sowas wie Leipzig, Frankfurt und Stuttgart. Und der junge Mann ist jemand, der in Köln wahnsinnig viele Presseverführungen mitnimmt, über den ich letztlich auch so ein bisschen einen Fuß in die Tür bei den Kollegen von Movie Break gekriegt habe und der damit auch verantwortlich ist, dass wir hier viele weitere kompetente Kollegen mit dem Team haben. Jemand, der wahnsinnig viel wegmoderiert und der inzwischen definitiv ein eingespieltes Duo mit dem Dom ist. Moinsens du. Hallo und Mutti, wenn du das hörst, überweis das Lösegeld endlich. Ich will wieder nach Hause. Ja, geil. Also ist mir eine wahre Freude, dass ihr drei heute mit am Start seid. Eigentlich will ich der Vollständigkeit halber noch die fünfte Person nennen, die heute eigentlich mit dazugehört hätte. Das ist nämlich die liebe Pia. Pia ist eine Kollegin, die ebenfalls, wenn man so will, ich will jetzt nicht von einem inneren Kreis sprechen oder von der Chefetage, aber es gibt einfach so Kollegen aus der inzwischen doch 40 kopfstarken Redaktion, die eben noch ein bisschen mehr machen, als bloß Filme sichten und zu besprechen. Und die Pia ist jemand, mit dem ich viel so ganz klassischen, klingt langweilig, aber Business-Kram bequatschen kann und wo auch viel passiert, wo wir einfach aktiv dann so ein bisschen uns professionalisieren. Unter anderem ganz wichtig ist, dass die Pia bei uns die Eintragung bei der IMDb macht. Das bedeutet also, dass man bei der IMDb, der wahrscheinlich größten Filmdatenbank, die es gibt, auch die meisten Besprechungen des Telestammtisch finden kann. Und dann sieht man zum Beispiel eben auch, dass wir eben wirklich alle Filme besprechen und da ganz häufig Filme dabei sind, die sonst in diesen Kritikerkreisen nahezu keine Aufmerksamkeit bekommen und die einfach sonst untergehen. Das heißt also, man ruft sich dann da die externen Reviews auf und dann gibt es da, wenn überhaupt, manchmal nur eine Handvoll Reviews und ihr könnt davon ausgehen, dass der Telestammtisch im Regelfall eine von diesen Reviews ist. Und das macht mich persönlich auch so ein bisschen stolz und ich finde es ein bisschen geil. Und es ist halt auch ein bisschen Hobby. Dom, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Du investierst ja dermaßen viel Zeit in den Spaß hier. Ist das für dich eigentlich noch Spaß? Eigentlich schon. Sei ehrlich. Ja, ich werde nicht bezahlt hierfür, soll ich anmerken. Ich bin auch dafür, dass wir bald eine Gewerkschaft gründen, aber dazu später mehr. Nee, es macht mir tatsächlich immer noch Spaß, weil ich finde, dass ich durch den Telestammtisch viele Sachen auch sehe, die mich erst so, auf die ich eventuell vorher gar nicht aufmerksam geworden wäre und die ich dann irgendwie kurzfristig sehen kann und die ich mir unter Umständen vielleicht gar nicht angesehen hätte. Das ist so das Prägnante und ich finde es auch toll, dass wir gerade dann vor allem bei kleineren Filmen dann wirklich so auch die Zuhörerschaft vielleicht dann auch aktivieren können, denen auch mal eine Chance zu geben, weil man hat halt das Gefühl, dass viele Leute wirklich so ihre Blockbuster-Liste im Jahr abklappern und dann halt viele, viele, viele gute Sachen hinten runterfallen. Und dem wirke ich mit Freude entgegen. Und ja, es ist natürlich Arbeit. Also ich habe so einige Nachtschichten, aber du wahrscheinlich auch, Andi. Stichwort gestern Abend. Ah ja. Und es ist manchmal von der Technik gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche Kinkerlitzchen. Stichwort mein Arschlammer Rechner bis vor kurzem. Und ja, natürlich hat man Komplikationen, aber es macht mir einfach immer noch Spaß. Also ich kann wunderbar abschalten, komischerweise, während ich das mache, während ich das schneide, wenn ich mich dann irgendwie abends vor den Rechner setze, ich bin da praktisch im Tunnel mit meinen Kopfhörern und das macht mir weiterhin sehr, sehr viel Spaß und Freude und natürlich auch das Moderieren und Besprechen mittlerweile auch, womit ich mich am Anfang noch relativ schwer getan habe und was ich jetzt auch sehr gerne mache. Kann man eigentlich mal so ein bisschen anekdotisch erzählen, denn du bist ja wirklich reingewachsen in diese ganze Moderationsgeschichte. Ich kann mich erinnern, dass es da ein Gespräch gab, relativ früh zu Beginn des, ja, letztlich dieser, ich nenne es jetzt mal Filmkritiken-Ablegers. Ich weiß gar nicht, ob man von einem Ableger des Telestammtisches sprechen sollte, aber letztlich kommt da inzwischen die Masse des Contents. Aber es ging um diesen Amoklauf-Film, glaube ich, auf dieser Insel da, dieser Netflix-Film, ne? Und inzwischen rockst du das ja komplett alleine weg. Ja, da haben wir uns unglaublich schwer getan, das weiß ich noch. Da hatte ich, glaube ich, mit dem Kollegen Patrick Schüller, schöne Grüße an dieser Stelle, hatte ich das versucht, alleine aufzunehmen und dann hatte das nicht wirklich geklappt. Der war auch ziemlich erkältet und ich hatte versucht, mich dann drauf zu konzentrieren auf was anderes, aber ich bin ein sehr auditiver Mensch und deshalb habe ich halt jedes Schnaufen und Schnupfen und alles Mögliche gehört und konnte mich halt nicht wirklich konzentrieren und letzten Endes musstest du uns dann freundlicherweise nochmal unter die Arme greifen.
Und ja, das hat sich natürlich alles so entwickelt. Also am Anfang war ich schon sehr gehemmt. Ich bin auch tatsächlich mit meinen allerersten Casts heute überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Aber ich denke mal, das gehört auch dazu. Und ich finde es wichtig, dass ich, also ich beschäftige mich auch immer damit, ich höre mir ja so oder so gefühlt jeden Cast an, nicht nur meine eigenen aus bekannten Gründen. Und ich finde es schon wichtig, dass ich eine gewisse Weiterentwicklung auch bei mir spüre. Und das tue ich inzwischen tatsächlich. Und wie gesagt, du bist da so ein bisschen reingewachsen. Stu, wir haben uns ja erst im Laufe der Zeit kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern, wie es eigentlich dazu kam? Ja, du hast bei Facebook geschrieben, dass ihr Leute sucht. Mhm. Und ich kannte den Dominik da schon. Aber also ich habe Dominik mittlerweile persönlich kennenlernen dürfen. Aber da war es halt so ein typischer Facebook-Freund. Und dann wusste ich halt, okay, der macht da mit. Und dann habe ich ihn halt gefragt, so, sag mal, was ist das für eine Sekte? Was muss ich da machen? Ja, klar. Aufnahmeritus. Genau, und dann hat er halt gesagt, so, ja, gut, du musst halt eine Jungfrau opfern, ne? Ja. Und deine Seele verkaufen, aber ansonsten ist es ganz cool. Und dann habe ich das halt gemacht und habe, glaube ich, eine E-Mail geschrieben. Und ich glaube, das ging echt zügig. Ich habe an dem einen Abend die E-Mail geschrieben und verschickt und am nächsten Tag haben wir dann schon gepodcastet. Das mein erster Podcast war Sweethearts. Da hast du mich sozusagen, lieber Andi, entjungfert, was den Telestab zumindest angeht. Denn du warst mein Sweetheart sofort. Ja. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie bist du eigentlich selbst zum Podcasten gekommen? Denn du bist ja hier so quasi Stammpodcaster bei den Kollegen von Movie Break. Ich habe immer gerne Podcasts gehört. Mittlerweile gibt es ja wieder so eine richtige Podcast-Welle. Ich muss aber sagen, ich habe Podcasts auch gehört, als es uncool war. Als alle gesagt haben, boah, wozu Podcasts, gibt ja auch Videos. Und habe bei Movie Break halt immer so ein bisschen gedrängelt, Leute, lass uns mal einen Podcast machen. Lass uns mal einen Podcast machen. Lass uns mal einen Podcast machen. Mhm. Und wir kennen das ja. Viele gute Absichten ergeben leider selten ein Ergebnis. Also haben wir dann einfach mal auf den Tisch gehaut und haben bei Movie Break einfach angefangen. Also wir hatten jetzt auch kürzlich den 100. Podcast. Ich weiß, ihr habt mehr beim Telestammtisch. Und es hat mir Spaß gemacht und außerdem dachte ich mir, hey, ich finde einfach, ich gucke halt viele Filme und es ist halt einfach so, drüber zu schreiben ist mache ich sehr gerne, aber drüber zu reden ist halt einfacher eigentlich, ne? Da muss man, sage ich mal, nicht so viel Zeit investieren, zumindest nicht, wenn man wie ich schneidefaul oder einfach nicht dafür begabt ist oder man sagt einfach, man kann es nicht. Ja, na klar, ne, klar, läuft. Abgekürzt, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock drauf. Und naja, deswegen habe ich nach einem Ventil gesucht, um meine verborgene Podcast-Lust ein bisschen entfalten zu können. Und ja, dann, es war Schicksal, dann scrollte ich durch Facebook und dann hieß da irgendwie, hey Leute, wir suchen coole Dudes zum Podcasten. Da habe ich mir gedacht, komm, ich bin kein cooler Dude, aber ich kann podcasten. Wann war denn dein erster Podcast, du, also bei Movie Break jetzt, wann habt ihr da angefangen? Das würde mich mal interessieren. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste Podcast war ein Zweiteiler. Da habe ich mit unserem Chef Thomas über die gute alte Zeit geredet, als wir noch in Videotheken gegangen sind. Schön. Das Thema kenne ich aber irgendwoher. Ich auch. Ja, war das jetzt letztes Jahr oder vor 2, 3 Jahren oder so? Wann war das ungefähr? Das müsste knapp 1,5 Jahre, 2 Jahre her sein. Okay. Wir haben am Anfang auch nicht so viele Podcasts gemacht und mittlerweile haben wir bei Moviebags so einen Rhythmus, dass wir pro Woche 2 bis 3 Podcasts raushauen. Und ja, ich weiß, der Telestammtisch macht mehr. Ach du, ich glaube aber tatsächlich... Wir sind ja auch mehr Leute. Ja, ganz genau. Und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, ohne es jetzt genau zu wissen, dass da auch unterschiedliche Konzepte dahinter stehen. Also mir persönlich ist doch völlig bewusst, dass wenn wir in der Woche teilweise 4 Ausgaben raushauen, die haben im Schnitt eine Laufzeit von 1 Stunde, dann sind es also 4 Stunden Podcast, ja? Plus noch die Sachen, die ich von dem Comic-Kram mache, da kommen doch gerne nochmal 1, 2, 3 Stunden obendrauf. Wenn man sich diese Menge anhören will, dann wird man erschlagen. Und ich erwarte von keinem unserer Zuhörer, und ich gehe da auch nicht von aus, dass es wirklich viele Zuhörer gibt, die wirklich alles hören. Würde mich natürlich total freuen und so. Aber ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass Dom und ich so die Einzigen sind, die wirklich alles hören. Unfreiwillig. Das ist mir schon noch klar. Ja, aber das stimmt wirklich. Ja. Aber ihr habt da bei Movie Break ein anderes Konzept einfach. Ne? Bei euch geht es ja nicht darum, Sachen anzuspringen, sondern eben möglichst viel mitzunehmen. Also wir machen ja keine Podcasts zu aktuellen Filmen. Wir machen themenbezogene Podcasts, wie zum Beispiel zuletzt über die digitale Wiedergeburt von James Dean und haben ansonsten auch so Konzepte wie zum Beispiel den Hate- oder Lovecast, wo wir halt, ich und mein Kollege Pascal, über Filme reden, die im Allgemeinen einen schlechten Ruf haben, wo wir aber sagen, ey Leute, so übel sind die gar nicht. Ja, es ist ein anderes Konzept, das stimmt schon. Mhm, genau.
Und ihr habt aber auch, also ihr habt schon dieses Kernteam, in dem eben Pascal dabei ist. Ich glaube, Thomas ist auch immer noch mit regelmäßig dabei. Ja. Aber ihr habt auch immer mal neue Kollegen dabei aus der großen Redaktion, oder wie läuft das bei euch? Wir haben schon so ein festes Kernteam und es gibt Leute, die haben Interesse. Es gibt auch Leute, die sagen eben, nee, keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen. Und eigentlich ziehen wir unsere neuesten Mitglieder in Sachen Podcast aus dem Telestammtisch. Also wir werben sie sozusagen ab, bis du dann alleine wieder dastehst. Sehr gut. Läuft ja andersrum nicht anders. Ja, genau so. Wir tauschen einfach die Redaktion aus, wisst ihr? Sehr geschwisterlich auf jeden Fall. Und der liebe Andi, du bist ja quasi nicht nur Vertreter der Gruppe an Leuten, die bei uns so in diesem Comic-Bereich tätig sind. Also wenn ich da jetzt ohne groß drüber nachzudenken ein paar Namen nennen will, keine Ahnung. Der Michael ist relativ neu dabei, der ist Comic-Zeichner. Die Schlogger ist dabei, die macht Comic-Geschichten. Und oh Gott, es gibt bestimmt noch weitere Leute, deren Namen ich auf die Schnelle nicht griffbereit habe. Der Max. Du siehst aber vor allem. Der Max. Der Max, genau. Anna. Genau, richtig. Exakt. Und gerade die beiden sind ja eben auch Vertreter der, wenn man so das ein bisschen lokal einteilen möchte, der größten Gruppe, die wir haben. Denn rein so lokal gesehen, wir sind auf verschiedene Städte ja verteilt, wir sind wirklich bundesweit unterwegs und gerade aktuell wächst da unsere Berliner Crew noch ein bisschen vor sich hin. Die aber aktuell größte Crew und für mich persönlich auch einer der Gründe, warum ich da jetzt regelmäßig aufschlagen werde, weil ich da inzwischen auch privat noch weitere Themen habe, die mich beschäftigen werden, ist ja München. Da gibt's ja echt eine ganze Menge Leute, die auch für den Telestammtisch machen. Kennt ihr euch eigentlich alle schon? Erzähl mal, wen gibt's denn da überhaupt? Ja, das war sehr cool. Also nochmal kurz, wie ich dazu kam, weil wo ihr gerade drüber gesprochen habt, habe ich mich da auch zurückerinnert. Ich glaube, wir haben uns ja in Stuttgart auf der Comic-Con das erste Mal getroffen. Nee, in Erlangen haben wir uns das erste Mal getroffen. Dann kamst du in Stuttgart nochmal zu einem Interview vorbei und dann haben wir, glaube ich, schon über diese Filmsache gesprochen. Dann dachte ich mir, klar, habe ich Bock drauf. Hauptsächlich anfangs, um umsonst ins Kino zu gehen. Und ich hatte am Anfang auch überhaupt keinen Bezug zu Podcasts. Und ich dachte mir, ja, ich schaue mir gerne Filme an, aber jetzt drüber sprechen. Und wer soll das hören? Also ich habe es erst nicht verstanden irgendwie. Verrückt. Aber mit der Zeit habe ich dann halt eben selber auch angefangen, Podcasts zu hören und konnte das dann nachvollziehen, dass man sich da durchaus informieren will und auch das interessant findet. Deswegen die erste Hürde war dann schon mal genommen. Und dann fand ich es halt eben cool, dass ich dann auch davon erzählt habe. Halt, ich habe dann irgendwie erzählt, ja, ich bin hier öfter mal in Pressevorführungen und habe dann halt erst Leute, die ich kenne, mal gefragt, ob sie Lust drauf haben. Also die Eva zum Beispiel. Und dann auch irgendwie über Umwege eben zum Beispiel der Max Ott, das war ja damals ein Dozent von mir, das hat mich auch sehr gefreut. Da haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und dann habe ich ihn mal angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich auf den gekommen bin. Den kannte ich, wie gesagt, schon aus meiner Studienzeit und da hatte er Bock drauf und das fand ich cool, dass wir uns mal wieder sehen. Und dann Max und Anna kannte ich halt auch schon so aus den Comic-Kreisen ganz wenig. Und dann, ja, haben wir jetzt halt auch wieder mehr zu tun. Das fand ich sehr schön. Aber zum Beispiel mit Mike, der ja auch aus München ist, hatte ich gestern das erste Mal das Vergnügen über Skype. Aber wir kennen uns noch gar nicht persönlich. Also wir haben uns noch nie gesehen. Ich weiß gerade nicht, wen es da sonst noch so gibt. Ihr kriegt es aber zum Beispiel auf die Reihe, euch auch mal zu treffen. Gerade, das habe ich immer so mitgekriegt, dann auch mal so ein bisschen hier, die aktuelle Ausgabe unserer Gespräche soll auch ein bisschen dazu dienen, mal so ein paar Interna rauszuballern. Wir sind ja komplett über Facebook organisiert. Also das finde ich jetzt auch nicht nur geil, aber es ist einfach mal praktisch, weil viele Leute Facebook nutzen und tatsächlich dieser Messenger von Facebook gar nicht so schlecht ist. Er hat eine Menge Funktionen, die man zwar kennen muss, aber wenn man sie kennt, dann sind sie ganz schön gut. Unter anderem, dass man vernünftig suchen kann und dass man da auch relativ schnell Sachen hin und her schicken kann. Und jede einzelne Stadt, die größer ist, in der eben auch Pressevorführungen angeboten werden, hat eine eigene nochmal Chatgruppe. Und da ist eben die Minga-Gruppe einfach die größte, weil da die meisten Mitglieder sind, die vor Ort unterwegs sind. Und ihr kriegt es ja eben auch mal auf die Reihe, euch bei schönem Wetter im Biergarten zu treffen, was andere Gruppen in der Form noch nicht geschafft haben. Ja, wie gesagt, wir kennen uns dann halt doch eigentlich eh schon so ein bisschen über zwei, drei Ecken und jetzt, wo es gerade wieder ein bisschen kälter wird, ist Biergarten halt nicht ganz so attraktiv und irgendwie haben die Leute dann doch wieder mal ein bisschen mehr, mal weniger zu tun. Und aber jetzt so im Sommer haben wir uns, glaube ich, echt alle zwei Wochen mindestens zu vier, zu fünf. Der Thilo ist ja auch noch dabei, den kannte ich vorher auch noch gar nicht. Irgendwie, den habe ich da auch kennengelernt über unsere Biergartentreffs. Sehr schön war das immer, ja. Und dann wird natürlich auch ausgiebig über Filme, aber auch ganz viele andere Sachen gequatscht. Total gut. Ich erinnere mich noch an den After Passion Podcast, der, glaube ich, im Biergarten aufgenommen wurde. Kann das sein? Ja, das war sehr schön. Das war der erste Podcast, wo ich den Max eben, meinen Ex-Dozenten, irgendwie angeschrieben habe. Hey, gehen wir zusammen ins Kino, danach sprechen wir was ein. Kommst du mit? Und das war dann der große Knaller After Passion. Völlig krass.
Der Film war natürlich, wir waren nicht die Zielgruppe, würde ich mal sagen. Aber wir haben das Beste draus gemacht, haben uns danach dann ins Parkcafé mitten in München gesetzt, in den Biergarten und haben uns dann bei einem Helden amüsiert über den Film unterhalten. Und wie gesagt, das ist das Schöne am Telestammtisch, dass du auch mal ziemliche Gurken davor gesetzt bekommst, aber dann trotzdem immer noch was draus machen kannst, was schön ist. Das ist echt sehr schön. Und natürlich auch hofft man natürlich, dass halt auch dieser Charme oder so, dieses Persönliche halt dann überspringt, weil wir haben ja eben dieses Konzept, dass man sich halt irgendwie kumpelmäßig, das heißt ja nicht umsonst Telestammtisch, irgendwie einfach locker flockig darüber unterhält und jetzt nicht irgendwie sich da groß professionell mit irgendwelchen Fakten rumschlägt, sondern einfach so frei Schnauze halt mal einfach mal seine Meinung sagen kann. Und das, glaube ich, macht erstens natürlich Spaß aufzunehmen und vielleicht hoffe ich auch zu hören. Das ist das Schöne dran. Ja, definitiv. Ich weiß immer gar nicht so genau, ob das jedem klar ist, dass wirklich dieses sich quasi nach dem Film nochmal auf ein Bier treffen und irgendwie irgendwo über diesen Film zu reden, das quasi eines der Kernkonzepte vom Telestammtisch ist. Und wir eben jetzt nicht so tun, als wären wir mega die professionellen Filmkritiker. Ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, das kommt da draußen an? Durchaus, würde ich sagen. Doch schon. Also ich bin auch froh, dass wir so diese Atmosphäre dann noch irgendwie ein bisschen verfestigt haben, indem wir uns so leise weint dann von diesen Single-Cast verabschiedet haben, sag Gott ich mal. Gott sei Dank. Ne? Ich finde es halt auch gerade spannend, dass wir so ein diverses Team haben. Also wo ich angefangen habe zum Beispiel, da habe ich halt einfach, da würde ich mich nicht als professioneller Filmkritiker bezeichnen, jetzt auch noch nicht natürlich, aber dadurch, dass man natürlich dann teilweise mit Leuten wie dem Dom und dem Stu zu tun hat, die das halt schon länger machen oder Filme auf ganz andere Weise schauen und dann haben wir auch noch hier schöne Grüße an den Lasse, der zum Beispiel ein riesiger Film-Soundtrack-Nerd ist und so, und wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, achtet man wiederum auf andere Sachen, geht an Filme anders ran und so, dann hast du Leute, die achten auf ganz andere Sachen und dann ergeben sich immer komplett verschiedene Gespräche. Ich hatte bestimmt schon einen, da haben wir uns eine halbe Stunde lang über die Technik unterhalten, bei manchen Podcasts gar nicht und wir haben uns nur über die, vielleicht eine politische Message unterhalten und so. Das ist wirklich ganz verschieden. Deswegen glaube ich, das ist eine schöne Abwechslung hier. Was mir dazu auch noch einfällt, dass wir eben so dieses Ritual, dass man halt nach einem Film irgendwie darüber quatscht, gemütlich. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie auch ausstirbt, so beim aktuellen Publikum tatsächlich. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe teilweise wirklich das Gefühl, dass manche Leute im Kino sitzen und dann während des Films teilweise darüber sprechen, wo sie denn gleich essen gehen werden oder wann sie die Bahn erwischen müssen und all solche Sachen. Und dass dann irgendwie so dieses Gespräch danach gar nicht mehr zustande kommt. Das stelle ich zum Beispiel auch fest, wenn ich irgendwie mit Freunden oder was auch immer im Kino bin. Ich muss dazu allerdings gestehen, das letzte Mal, dass ich mit Freunden im Kino gewesen bin, war bei Parasite und nachdem der Film aus war, habe ich gesagt, sorry, ich muss los, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. Das ist natürlich nicht so schön. Oh weia, oh weia. Ja, aber das ist ja letztlich genau so ein Ding. Also dieses Aussterben, das kann ich tatsächlich einfach auch nachvollziehen. Das geht mir tatsächlich privat nicht anders. Man zieht so ein bisschen in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Man hat einfach irgendwann auch einen Alltag, der einen eingeholt hat. Und vorausgesetzt, man schafft es überhaupt mal ins Kino, dann ist man da nicht unbedingt noch mit jemandem, mit dem man auch drüber sprechen möchte. Also keine Ahnung, ich bin mit meiner besseren Hälfte mal im Kino. Das kommt 3-4 Mal im Jahr vor. Ich habe Kumpels, mit denen ich mal ins Kino gehe. Aber inzwischen sind die Masse meiner Kinobesuche wirklich im Rahmen von Presseverfolgungen. Oder eben, weil ich allein zum Beispiel mal ein Filmfestival besucht habe oder so, zuletzt hier ein koreanisches Filmfestival in Frankfurt. Und das war auch mal ganz geil, weil sich das eben ganz gut mit meinem Alltag so vereinbaren ließ. Ich hatte, genau wie heute übrigens, Prost, stromfrei. Und das ist halt einfach mal ganz toll, dass man das mal irgendwie auch mal kombinieren kann. Aber gerade so dieses Miteinander quatschen, das ist ja auch immer so ein Ding, auf welchem Level will man mit den Leuten sprechen. Manchmal hatte ich dann das Gefühl, ich gehe da mit ja eben diesen Freunden danach nochmal einen trinken. Und dann will ich mit denen über Themen sprechen. Keine Ahnung, ich kann mich noch sehr genau dran erinnern, wie das zum Beispiel gewesen ist. Nach, ich glaube, es war Superman oder es war Batman wie Superman. Und bin halt Comic-Fan, tue auch nicht so, als wäre das anders. Und dann wollte ich mich mit denen über die Inhalte unterhalten und so ruminterpretieren und so. Aber das ging überhaupt nicht, weil die da überhaupt nicht den Ansatz hatten oder gar eben den Hintergrund dazu. Und das sind eben häufig die Leute, die sich gern Filme einfach nur mal anschauen wollen. Ich will jetzt nicht von Berieseln reden, weil die diese Filme durchaus eben auch analysieren können. Und da sind auch schon echte Nerds dabei. Aber man hat auf jeden Fall nicht immer dieselbe
sag ich mal, Basis, auf der man reden kann. Und man hat, und das gibt's zum Beispiel eben auch bei Kollegen, die wir in der Redaktion haben, das Problem, die haben auch einfach schlichtweg niemanden, mit dem die regelmäßig ins Kino gehen können. Das klingt einfach erstmal traurig, aber das ist nicht so, als ob die keine Freunde hätten oder so, sondern einfach nur, dass es zum Beispiel zeitlich nicht passt oder eben wirklich der berufliche Alltag da im Weg steht. Und die sind echt dankbar dafür, dass sie bei uns eben Gleichgesinnte gefunden haben und da einfach einen Austausch haben. Mhm. Ich weiß nicht, Andi, wie ist denn das bei dir? Bist du privat jetzt mal so ganz privat eigentlich auch noch im Kino? Ja, das ist ganz lustig. Ich habe jetzt mir schon so ein paar Gedanken gemacht zu unserem schönen Jahresrückblick hier. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war noch nie so oft auch privat im Kino wie dieses Jahr, weil eben ich von so vielen Filmen gehört habe, weil ich höre mir mittlerweile ja auch unsere Sendungen an, wenn ich ja nicht dabei bin, obwohl das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ich höre mir alle an, genau, nicht nur die. Na klar, sicher. Du darfst doch gerne schneiden. Und wir haben ja auch irgendwie diese Plaudergruppe und so, und dann kriegt man einfach von so vielen Sachen mit und man kann ja nicht in jede Pressevorführung reinrennen. Und ich habe mir zum Beispiel Parasite, Systemsprenger, lauter so Sachen, wo halt eben die Pressevorführungen vielleicht auch schon ausgebucht waren oder so, die habe ich mir dann sofort im Kino angeschaut, wo ich halt damals vielleicht drauf gewartet hätte, bis ich sie zu Hause schauen kann oder so, wo ich jetzt auch niemanden gehabt hätte, den ich jetzt dafür begeistern kann. Aber dadurch, dass ich dann halt einfach so viel davon gehört habe und dann dachte ich mir, scheiße, ich muss jetzt da reingehen, sonst spoilern die Penner mir das noch oder so. Deswegen glaube ich echt, dass der Telestammtisch jetzt nicht nur dafür da ist, dass ich halt irgendwie nur noch umsonst ins Kino gehe und jede Pressevorführung mitnehme, sondern, ja, wie schon gesagt, ich habe nie so viele Filme im Kino gesehen und auch zu Hause auf Amazon gekauft oder sonst was, wie dieses Jahr, wenn man einfach so in diesem Filmthema drin ist. Deswegen, ich war dieses Jahr bestimmt, keine Ahnung, 10, 20 Mal im Kino außerhalb vom Telestammtisch, was da vorher nicht so oft war. Also haben wir dich quasi noch zum Cineasten gemacht, wenn du so willst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder ihn hervorgeholt aus Andi. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, jeder schaut gerne Filme, aber so intensiv, wie seit ich bei euch im Team bin hier, habe ich das nicht gemacht, kann ich schon mal sagen, ja. Horizont erweitert. Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss das ja immer erstmal mit den privaten, sage ich mal, belangen und das ist ja irgendwie auch, muss man das erstmal kombinieren. Also Presseverführungen finden eben häufig vormittags statt und damit ist es schon mal ausgeschlossen, für viele überhaupt daran teilzunehmen. Es gibt immer Möglichkeiten, Filme nochmal nachträglich zu sichten, zum Beispiel zu Hause im Rahmen von Pressescreenern oder beziehungsweise eben Streams, die man bekommt, um zu Hause Sachen zu sichten. Aber ich glaube, ich muss an der Stelle auf jeden Fall mal ein Geständnis machen und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen ist es so, was ist eigentlich der Grund, warum ich damals diesen Filmbereich, wenn man so will, beim Telestammtisch gegründet hatte? Und da will ich jetzt auch einfach keinen Hehl draus machen. Ich wollte einfach gewisse Filme, und das sind tatsächlich eben die Mainstream-Filme, und da gibt es auch eine Handvoll, die dem Comic-Bereich zuzuordnen sind. Ich wollte die einfach so früh wie möglich sehen. Ich wollte die geguckt haben. Ich wollte mich für den Moment einfach geil fühlen, das nur ein paar Tage vorher gesehen zu haben. Das war richtig gut für mein Ego, ey. Kann ich nicht anders sagen. Endlich sag's mal einer. Ich kann euch verraten, inzwischen ist das ein bisschen anders. Aber Confessions of the Telestammtisch hier. Ja, wirklich mal. Also, ich weiß noch genau, ich kann euch auch sagen, was das war. Und zwar war das für den Film Justice League. Ich habe damals eben Batman wie Superman gesehen gehabt und dachte mir, okay, jetzt hast du ja schon deinen Podcast. Und an der Stelle noch mal kurz hier Daten droppen. Den ersten Telestammtisch auf YouTube gab es offiziell am 18.11.2016. Da ist die erste Ausgabe erschienen und vorher gab es 3 Tage vorher nochmal so eine Nuller-Ausgabe. Und also ist schon länger habe ich das gehabt und irgendwann hatte ich eben voll Bock, dann hier jetzt auch so Presseverführungen zu machen und das lief relativ gut. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich dann E-Mail-Adressen, die ich anschreiben konnte und irgendwann hatte ich da eben auch, ja, war ich mit meiner E-Mail-Adresse eben auch in den entsprechenden Verteilern drin. Aber wie gesagt, inzwischen ist es ein bisschen anders, ne? Also das mal war das erste Geständnis, die Motivation, einfach in Presseverführung gehen zu können und vorab Filme zu sichten. Und ich find's immer noch geil, so 1, 2, 3 Tage vorher den neuen Star Wars gesehen zu haben oder so. Das ist schon ein bisschen cool. Ein bisschen cool ist es. Und die zweite, wenn man so will, Offenbarung oder das zweite Geständnis, wenn man eben so mit Leuten zu tun hat wie euch dreien oder wenn wir jetzt auch noch zum Beispiel den Lasse nochmal mit ins Boot holen wollen oder viele weitere Namen, die wir jetzt nennen könnten, ihr seid ja wirklich Experten. Ihr habt mega den Plan und ihr seid gefühlt auch eine halbe IMDb. Ihr kennt die Leute, ihr kennt die Filme, ihr könnt da Zusammenhänge herstellen. Ihr habt da einfach auch filmtheoretische Aspekte und Ansätze, die ihr in den Besprechungen auch unterbringt, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Ihr habt einfach mega die Ahnung und ganz im Ernst, die habe ich nicht unbedingt. Ich persönlich
kann das mir gegenüber und auch gegenüber Dritten immer rechtfertigen, warum ich diese Filmbesprechung überhaupt mache, indem ich sage, ich versuche hier die Perspektive des normalen Zuschauers einfach einzunehmen und da vielleicht so ein bisschen Nerd-Hintergrund mitzubringen, aber ich bin überhaupt nicht in der Lage, großartig filmtheoretisch hier an diese Besprechung ranzugehen. Und das ist eben mein Ansatz. Und im gleichen Atemzug lerne ich aber auch mega viel aus dem, was dann eben in den Besprechungen da quasi rauskommt. Und das an der Stelle auch nochmal eine Besprechung. Sag mal, Stu, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du bist jemand, wie gesagt, dessen Podcast ich auch wirklich nahezu lückenlos höre und du hast ja wirklich den Plan. Machen wir uns mal nichts vor. Du hast mega viele Filme gesehen und du weißt auch, wovon du sprichst. Ist dir das peinlich, wie mit Leuten wie mir in einem so einem Podcast zu sein? Ja, sehr. Ja. Ja, kommst du jetzt ganz ehrlich. Das ist das Schlimmste, was es gibt für einen Profi wie mich. Mit solchen Greenhorns wie dir. Ganz, ganz furchtbar. Nee, also ich würde mich jetzt auch nicht als Profi oder professionellen Filmkritiker bezeichnen. Bei mir ist es einfach so, ich habe mich halt immer für das Thema Film interessiert und wenn mich was interessiert, dann behalte ich das auch. Deswegen weiß ich halt, dass der Kameramann von der Pate Gordon Willis war. Nerd. Nur so als Beispiel. Dafür kriege ich die dritte binomische Formel nicht hin. Also das ist halt einfach so. Und das mit dem Nerd nimmst du mal schön zurück, Dominik. Ja? Das war ich. Entschuldigung. Nee, das ist halt sehr interessant. Also es gibt durchaus, da will ich ehrlich sein, durchaus Podcast, wo man mit Leuten dann redet, wo man das Gefühl hat, okay, da war der Flow halt nicht so drin. Das ist nicht schlimm, ne? Das gehört dazu. Es gibt aber auch Podcasts, also ich weiß noch, mein erster großer war Alita Battle Angel mit dem Danny und dem Andy. Und das war echt spaßig. Also ich habe den als sehr, sehr gut und amüsant in Erinnerung. Jetzt kann der Andi natürlich sagen, nee, der war vollkommener Bullshit, aber in meiner Erinnerung war es schön. Es war bestimmt schön, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber. Ja, danke. Der Klassiker. Danke. Ja. Ja. Also ich kann mich an viele schöne Momente erinnern, wo man auch nicht, sag ich mal, professionell über den Film geredet hat. Ich kann mich erinnern, dass der Andi und ich Longshot mal besprochen haben. Spoilerbräu. Und der Cast im Prinzip nur daraus besteht, oder so 80% daraus besteht, dass wir beide Bier trinken und den Film spoilern. Aber also wir hatten unseren Spaß. So entstand die Tradition des Spoilerbräu, ja. Denke ich. Genau. Ja. Erzähl uns doch mal, was ist denn das Spoilerbräu? Vielleicht kennt das nicht jeder. Ich weiß gar nicht, wer drauf gekommen ist, Anni oder ich, aber wir haben halt davor, glaube ich, schon ein paar Mal gepodcastet und irgendwann hat sich das so etabliert, dass der Andi beim Cast immer ein Bierchen trinkt und dann bin ich dazu übergegangen, wenn ich wusste, okay, morgen caste ich mit Andi, also hole ich mir auch ein Bierchen. Und dann haben wir auch dieses Bier immer, also Dosenbier natürlich, genüsslich halt vom Mikrofon geöffnet und eines Tages wollten wir einen Spoiler-Part ankündigen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kündigen halt an mit dem Öffnen dieser Bierflasche oder Bierdose. Und so war das Spoiler-Bräu geboren. Ja, da ist einiges daraus entstanden. Also ich meine, das kommt noch dazu, dass man dann, wie gesagt, anfangs war ich mit dem drüber sprechen und dass es dann gesendet wird, jetzt gar nicht so unbedingt irgendwie, wie sagt man, d'accord. Nee, das ist das falsche Wort. Also war mir ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Aber ja, wenn man dann auf so lustige Leute trifft, wo es dann halt Spaß macht und dann spinnt man da rum und ich meine, dann gibt man sich da Mühe und macht schon mal irgendwie einen Podcast, wo einer aus einer Lampe kommt und hat da ein paar Effekte und Soundeffekte großartig. Und sonst was drauf, ja, ja. Was halt dann auch sehr viel Spaß macht. Und ja, ich muss sagen, da habe ich ja auch meine Liebe zum Audioprogrammen entdeckt und dass man da dann auch durchaus ein bisschen mehr rausholt, als jetzt halt einfach nur drüber zu sprechen, dann einfach halt noch ein paar Gags reinbaut oder so. Das war schon immer sehr kreativ. Ganz nach dem Motto, uns egal, in unseren Köpfen war das lustig. Ja, könnte auch ein Podcast heißen. Andi, jetzt hätte ich aber mal eine Frage an dich, weil du gerade meintest, dass du dann so ein bisschen gehemmt warst von wegen, das wird jetzt gesendet oder gestreamt oder was auch immer. Warst du das eventuell nicht so gewohnt, deine Stimme irgendwie zu hören? Total, ja. Das war ein großes Problem am Anfang. Hat aber, glaube ich, jeder. Ne? Also, ja, schon. Ist ja ganz normal, dass für einen selber die eigene Stimme halt scheiße klingt. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was die ersten. Wobei, ich muss gestehen, ich habe mich dran gewöhnt. Ja, ich auch. Also, ich finde nicht, dass ich eine Stimme habe wie Liza Minnelli, Gott bewahre, aber mittlerweile kann ich mich hören. Genau, das kann ich auch bestätigen. Also, erstens halt, wie man jetzt drüber quatscht. Am Anfang sagt man halt noch alle zwei Worte, jetzt habe ich es gerade schon wieder gesagt, Das nimmt hoffentlich ein bisschen ab. Und ja, man. Gott.
Man lernt auch. Ja, Andi, ich kenne deine Wellenform, von daher. Ja. Ich hätte mal eine Frage an Dominik und Andi, also Chef Andi. Ihr schneidet ja die Podcasts und schneidet ja ganz viele Äs raus. Sammelt ihr die? Und wenn ja, gibt es irgendwann mal so ein Supercut von so 8 Stunden Länge? Also ich habe mal Outtakes gesammelt. Allerdings sind, glaube ich, viele davon verschütt gegangen, als ich meinen Rechner zurücksetzen musste. Ich hatte eigentlich vor, am Ende des Jahres so Outtakes zu veröffentlichen, weil da sehr lustiger Scheiß bei war. Aber Ams sammle ich tatsächlich nicht. Nein, ich schneide auch nicht. Das solltet ihr vielleicht mal machen. Nehmt euch das mal vor fürs nächste Jahr, einfach die Ams irgendwie zu sammeln und in einem großen Supercast zusammenzuführen. Du wirst wahnsinnig. Du wirst wahnsinnig. Nee, also darum geht's mir. Das ist, also ich muss auch mal ihr Glauben aufräumen, ich schneide nicht jedes M raus, sondern eher halt nur, wenn es irgendwie den Fluss stört oder wenn es halt zu viel hintereinander ist, dann schneide ich tatsächlich. Gut, am Anfang habe ich wirklich penibel alles rausgemacht, aber das war dann, glaube ich, eher so, um mir ein bisschen zu beweisen, so, ich kann's, ne? Und ich muss ja auch, also ich habe schon den Eindruck, dass ich mich auch weiterentwickelt habe, was den Schnitt angeht. Also wenn ich mir zum Beispiel alte Sachen anhöre, dann gruselt's mich tatsächlich. Was ich auch noch ganz spannend finde, genau das ist schon das Thema, weil ich mir in letzter Zeit öfter mal noch Podcasts angehört habe, was mich bei mir zum Beispiel sehr nervt, und ich habe es gerade schon wieder getan, ich sag ungefähr, ich fange jeden Satz an mit, was ich auch noch ganz spannend finde. Also da könnt ihr mal ein Trinkspiel draus machen, wenn ich das sage. Oder zum Beispiel, wenn Dom tatsächlich sagt. Jedes Mal so einen kurzen Trinken. Das ist ganz spannend. Oder bei vielen Leuten fällt mir das auf. Und da versuche ich mir, das noch abzutrainieren. Entschuldigung. Ja, Übung macht den Meister. Also ich versuche ja auch schon irgendwie dran zu arbeiten. Also ich hör mir jeden Cast an, so oder so, und hör mir besonders dann auch meine Parts an, um zu gucken, wo ich halt noch dran arbeiten kann, was jetzt einigermaßen zumutbar ist und so weiter und so fort. Aber das ist ganz normal, denke ich mal. Ja, das war ja auch kein Vorwurf. Und man merkt das übrigens auch. Das ist auch so ein Effekt, der sich ja dann einstellt. Also wir werden immer besser. Und das auf vielen Ebenen. Ihr habt jetzt unter anderem das sprachliche Niveau angesprochen und das wird wirklich immer besser. Also klar, okay, wir haben den Schnitt und man merkt es zum Beispiel auch bei Kollegen, die jetzt quasi neuer dazu gestoßen sind, wie ansteckend dieses Am zum Beispiel sein kann. Wenn einer anfängt, immer wieder Ams zu benutzen, irgendwann hat er alle damit angesteckt und alle gönnen sich diese Denkpausen, weil das einfach so im Flow drin ist. Und der Dom und ich, wir sind halt dann damit beschäftigt, das irgendwie da wieder rauszuholen, weil es eben manchmal einfach bescheiden klingt. Aber das ist das eine, wir werden aber letztlich wirklich immer besser. Man merkt das nicht nur inhaltlicher Natur, denn da haben wir, glaube ich, zum Teil schon teilweise sehr hohe Standards, sondern einfach auch, was das Sprachliche angeht. Wir haben Kollegen, die dann eben auch zum Beispiel die Technik noch verbessert haben. Das heißt also, das, was da audioqualitativ zu hören ist, das wird immer besser und eben auch das sprachliche Niveau wird immer besser und an der Stelle auch nochmal positiv erwähnt, sowohl das, was da von dir kommt, Andi, als auch eben die Beiträge, die zuletzt sehr häufig vom Max Rauscher gekommen sind. Da ist ja mega viel Postproduktion, im Verhältnis zumindest, noch reingeflossen. Das heißt also, da gibt's dann Background, irgendwelche Geräusche und Musiken im Hintergrund. Da gibt's Einspieler, da gibt's irgendwelche Effekte auf die Stimme. Ich kann mich dran erinnern, wie du zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Special gemacht hattest zu diesem Hörspiel von Audible, wo es dann auch das Interview gab mit David Hasselhoff war da mit dabei und eben auch dem Willem Cohn. Da hast du dermaßen viel Arbeit reingesteckt und das hört man eben am Endprodukt auch. Und ich denke und hoffe, dass es unsere Zuhörer eben auch hören. Ja, das ist schön. Also jetzt auch zu Max zum Beispiel irgendwie, und wenn du dir dann noch ein bisschen so einen Mehraufwand machst, dann merkst du halt einfach, dass die Leute Bock drauf haben. Also dass die halt nicht jetzt irgendwie sich umsonst Filme anschauen wollen und das besprechen, reißen die auf eine Arschbacke ab, weil es halt sein muss, sondern die haben da halt eben auch Bock drauf, noch drüber zu sprechen und eventuell noch Gags einzubauen und ein bisschen dem Zuhörer einen kleinen Mehrwert zu bieten. Genau. Um mal die Lobhudelei an den werten Herrn Pawlitzki in die Höhe zu treiben, der Andi hat es ja auch geschafft, den bislang besten Solo-Cast aller Zeiten hinzulegen, diesen Silence. Ne? Also das war ja auch große Kunst. Da müsste ich jetzt echt überlegen. Gib mir einfach recht, Dominik, gib mir einfach recht. Ja gut, du hast recht. Das mache ich aber viel zu oft, du gewöhnlich nicht dran. Es war einfach nur authentische Verzweiflung. Ach Moment, das war dieser Stanley Tucci Echtzeitfilm, ne?
gewesen. Entscheid, ja. Der, ja, ja. Nee, das ist dieser Sandy Tucci Fledermäuse-Greifenwand-Film. Ja, okay. Dann sind wir ja hier sowas wie die, wenn man so will, auch mit Orga vom Tele-Stammtisch. Und jetzt habe ich vorhin schon meine, sag ich mal, ursprüngliche egoistische Motivation erklärt, warum ich den Spaß machen will. Aber so auf kurz oder lang hat sich das bei mir zumindest ja schon noch deutlich geändert. Es gab mal vor einiger Zeit so einen Tweet von mir, einen längeren, was ich quasi für Ziele verfolge mit dem Tele-Stammtisch. Und eines der Ziele, neben zum Beispiel auch dem Netzwerkgedanken, den wir haben und der Integration von letztlich auch Leuten, die Bock haben auf uns und auf Filme und auf neue Leute, ist eines der Ziele eben auch das Fördern oder die Förderung des Mediums. Und das ist eben nicht nur das Medium Comic, wo ganz klar ein Fokus besteht, sondern eben auch eine Förderung des Mediums Film. Und wenn ich das sage, dann rede ich nicht davon, dass wir eben nur Besprechungen von den großen Blockbustern machen und da uns nur um die 5 großen Verleihe drehen, sondern eben auch mal dann die ganz kleinen Dokus besprechen, die kleinen Indie-Filme. Und das persönlich ist mir sehr wichtig, weil ich damit das Gefühl habe und das merke ich, wenn zum Beispiel auch Social-Media-Beiträge kommen und ich da die entsprechenden Filme und Verleihe markiere und wie die dann wiederum reagieren, wie einfach diese Feedback-Schleife ist, dass es auch ankommt. Mir ist halt einfach wichtig, dass da eine möglichst breite Basis geschaffen wird und dann eben auch dem potenziellen Zuhörer und damit ja eben auch potenziellen Kinogänger oder Gängerin, dass denen klar wird, okay, da draußen gibt es deutlich mehr als das, was mir jetzt, keine Ahnung, in der Burger King Kino-News präsentiert wird, sondern eben noch deutlich mehr. Und das ist so eines der Ziele, die ich mit dem Tele-Stammtisch habe. Aber das ist mein ganz subjektives Ziel. Das steht in keiner crazy sexy Agenda, die ich irgendwo draufdrucken könnte. Habt ihr irgendwelche Ziele und Absichten oder irgendwas, irgendeinen Grund, irgendwas, was ihr verfolgt, was ihr vielleicht wollt mit dem Tele-Stammtisch? Habt ihr da irgendwas noch mit vor? Also was mir, weil wo du es gerade ansprichst, auch sehr viel Spaß macht, da bis jetzt hat es noch nicht geklappt, aber natürlich, wenn man jetzt sagen kann, ich bin von diesem geilen Podcast und so, kommt man da natürlich schnell ins Gespräch und ich habe durchaus irgendwie, kenne ich über 2-3 Ecken irgendwelche Leute, die jetzt so kleinere Projekte machen, die ich dann auch mal gerne so interviewen würde. Also jetzt, mir fällt da gerade zum Beispiel ein, letztens habe ich diese Serie gesehen, Fett und Fett aus München und da kenne ich nämlich zum Beispiel auch irgendwie die Macher, von damals aus der Bandszene oder so und da hätte ich Bock drauf, die einfach mal wieder zu treffen und mit denen darüber zu quatschen und dass halt dann eben unsere Zuhörer auch darüber erfahren einfach, weil ich glaube, dass das keiner auf dem Schirm hat so richtig. Also ich glaube, die wurden jetzt von ZDF gekauft oder so, deswegen ist es jetzt doch schon wieder ein bisschen bekannter geworden. Aber erstens so ein bisschen kleinere Projekte vorzustellen und halt auch durchaus mal so Einblicke zu gewinnen in den Schaffensprozess und so. Also dass man halt kleinere Leute, die man halt noch so an die Angel kriegt, auch zu Wort kommen lässt irgendwie. Da wollte ich mal so ein bisschen schauen, was es da in dem Bereich gibt. Ja. Okay, also du willst selber für dich quasi weitere Einblicke bekommen und da einfach deinen Horizont ein bisschen erweitern. Genau, weil ich habe irgendwie von der Serie gehört, weil eben der entfernte Kumpel das mal auf Facebook gepostet hat, dann habe ich es mir angeschaut, fand es ziemlich cool, dann dachte ich mir, hey, das ist jemand, den könnte man einfach mal einladen zu einem Interview und dann würde es mich halt total interessieren, wie er dazu kam und wie die, mittlerweile ist es ja eine Erfolgsgeschichte, wie gesagt, die wurden jetzt für die neue Staffel von ZDF irgendwie eingekauft oder so, wie da so die Hintergründe sind und wie man jetzt auch als junger Filmemacher halt theoretisch, was man da anstellen kann und was da die Wege sind, um halt eben zu so einem, auch wenn es vielleicht ein kleiner ist, aber zum Erfolg kommen kann. Und ich bin jetzt kein Filmemacher. Für mich hat das jetzt keinen großen Mehrwert, aber ich denke mir halt, wenn jetzt halt viele Leute, die das hören und im Bereich Film unterwegs sind, dass die dann halt von Leuten hören, die vor einem Jahr halt immer noch in ihrem Stadium waren, wie man da die richtigen Sachen macht. Und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Genau. Stu, wie sieht das bei dir aus? Hast du irgendwie, sag ich mal, Ziele? Also bei dir könnte ich mir zum Beispiel echt gut vorstellen, dass du irgendwann auch als hauptberuflicher Filmkritiker durchgehen könntest, wenn du das noch weiter intensivierst. Wäre das ein Ziel oder ist das überhaupt völlig irrelevant für dich? Ach, das wäre schon schön, aber ich glaube, da fehlt mir dann doch die nötige Selbstüberzeugung, das machen zu können, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich will nur Filme gucken. Und Rezis abgreifen. Und Griff aus. Schönen Film gucken, ja. Dann abends nach Hause gehen und dann mit Spoilerbräu Film besprechen und dann dieselbe Show am nächsten Tag nochmal. Das ist meine Welt.
Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes, ja, was heißt Sprungbrett, ist jetzt übertrieben, aber irgendwie, wenn man so eine Leidenschaft hat, ich kenne das jetzt zum Beispiel von der Eva, die hat dann mir mal erzählt, dass sie das eigentlich schon sehr früh irgendwie mal gerne machen würde, halt einfach so auch so Filmkritikerin, und sie hatte ja auch irgendwie da Talent dafür, irgendwie Sachen zu sehen und zu besprechen auf einem relativ hohen Niveau, was jetzt auch Analyse angeht und so. Und hat da nie, vielleicht nie so richtig gewusst, wo sie jetzt da anfangen soll. Und ich glaube, dann ist das halt eigentlich genau das Richtige, um damit anzufangen, um sich damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen und dann halt auch da so Fuß zu fassen in der Szene, sag ich mal, und so. Das finde ich schon ziemlich interessant und spannend. Ja, also ein Karrierebaustein ist ja wahrscheinlich schon, dass sie schon Feedback bekommen hat, glaube ich, ne, Eva? Sorry. Ich glaube, du meinst das Feedback zu Ready or Not. Wo jetzt gerade das Wort so Filmkritiker-Szene genannt wurde. Ich weiß noch, meine erste PV war Winter's Tale. Und ich war total stolz drauf, dass ich für meinen damaligen Blog Die drei Muscheln eine Einladung bekommen habe und habe mich echt wie der King gefühlt und bin da irgendwie schon 2 Wochen vorher so rumstolziert. So, übrigens, Winter's Tale. Ich gucke die 3 Wochen vom Kinostart. Ne? Ja, genau. Genau. Und keine Sau hat es interessiert. Der Film, ich glaube, den hat noch niemand geguckt, was auch gut so ist, obwohl er relativ prominent besetzt war mit Will Smith, Russell Crowe und Colin Farrell. Aber recht schnell ist mir dann aufgefallen, diese Filmkritiker-Szene, man hat ja immer so dieses Bild vor Augen, dass das irgendwie dann Leute in Tweaksacko sind, mit so Lederpolstern an den Ellbogen, die dann mit Stift und Papier da sitzen und sich Notizen machen, aber relativ schnell wird einem klar, nee, das sind eigentlich relativ normale Leute, ja, also. Das ist klar, ich meinte jetzt eher, dass man halt eben so eine Leidenschaft oder so, die man vielleicht schon gepflegt hat und jetzt nicht weiß, wie man da nicht Fuß fasst, aber halt, wie man sich da äußert in dem Ding, einfach so ein bisschen eine Plattform dafür hat. Das finde ich gut. Ja, aber ist ein guter Punkt. Ganz genauso war es doch zum Beispiel auch bei Patrick, den ihr jetzt auch schon angesprochen hattet. Der ist ja wirklich durch und durch Filmnerd. Der kennt auch x Sachen auswendig. Der investiert wahnsinnig viel Zeit allein auch in die Sichtung von Serien und Filmen. Wenn er nicht gerade Comic liest, dann tut er eben genau das, dass er eben Filme und Serien schaut. Und der hat ja jetzt durch den Telestammtisch eben auch die Möglichkeit, gelegentlich Presseverführungen wahrzunehmen und dann da entsprechende Besprechungen auch zu machen. Und jetzt ist es einfach schon so, dass er quasi in seinem Fanherz, das er natürlich hat, da vielleicht einfach auch noch ein bisschen weiter drin aufgeht, weil er eben jetzt auch noch mehr in diesem Ding, in diesem Thema, wenn man so will, drinsteckt. Und das ist also genauso, wie du sagst. Es ist vielleicht einfach auch ein Sprungbrett, um sich überhaupt mal damit zu beschäftigen. Und wir hatten ja auch schon Kolleginnen und Kollegen, die haben 1-2 Besprechungen gemacht und haben gemerkt, hier, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, Sachen zu formulieren, zu filmen, die mir so durch den Kopf gehen. Oder muss das zum Beispiel lieber eher schriftlich machen als jetzt im gesprochenen Wort. Und da ist es durchaus mal eine Möglichkeit, sich auszuprobieren. Das habe ich gemeint, dass man eventuell eine Leidenschaft ausprobieren und dann eben auch vertiefen kann. Genau, das meine ich. Ich muss allerdings gestehen, dass diese Leidenschaft bei mir schon früher ausgeprägt war. Ich habe also schon früher nur für mich halt wirklich so Filmkritiken geschrieben, so in Notizblöcke rein. Und dann habe ich halt mit dem Pascal, der ja auch vielleicht einigen geläufig ist, aka Soli bei Movie Break, dann diesen Blog aufgemacht. Und dann sind wir halt rübergekommen zu Movie Break. Und na, der Rest ist Geschichte. Eine Erfolgsgeschichte. Yo, genau sieht es aus. Sag mal, Dom, hast du eigentlich noch irgendwas vor? Willst du professioneller Audiocutter werden? Ja, wer weiß. Nee. Ich könnte noch tatsächlich zu den Zielen, kann ich sowohl noch was bei dir dranhängen, als auch bei Stu. Was so mein Antrieb ist eigentlich beim Telestammtisch, ist ja, habe ich ja schon gesagt, das halt irgendwie zu öffnen, von wegen, es gibt halt mehr als jetzt irgendwie die abgezählte Blockbuster-Landschaft. Und ich möchte aber auch durchaus dieses Klischee des Kritikers, was du gerade beschrieben hast, möchte ich auch irgendwie aufbrechen. Weil es gibt ja wirklich dieses Klischee, und dass die Kritiker keine Ahnung haben und irgendwo in ihren hohen Sphären sitzen. Und das ist mir auch halt bewusst geworden, als ich dann auch mal Pressevorführungen besucht habe, auch schon hier vor, dass das im Grunde genommen natürlich, klar, da gibt's verschiedenste Typen, aber eigentlich sind das letzten Endes auch Filmfans eben, also Leute, die das Medium lieben. Und ich denke auch nicht, dass man ohne Liebe zum Medium überhaupt diesen Beruf ausführen könnte. Und bei denen, wo man es halt wirklich spürt, diese Liebe, diese Leidenschaft zum Film, da ist das auch eigentlich
so kein Problem, irgendwie mit denen auf einem Level zu kommen, sage ich mal. Und hier beim Telestammtisch haben wir eben auch Filmfans natürlich, aber die halt wirklich ganz locker, also das sind halt Leute wie ich und du, die jetzt nicht irgendwie sich in hohlen Phrasen verlieren oder filmanalytisch daran gehen. Also natürlich können sie auch machen, tue ich ja teilweise natürlich auch, aber ich finde, wir haben da ein schönes Gleichgewicht und ich finde, wir holen so dieses Kritiker-Klischee, holen wir vom Podest einfach runter. Und was ich zu dir noch sagen kann, Andi, und da muss ich dir auch echt ein Lob aussprechen, weil du hast ja gerade eben wirklich freimütig zugegeben, was für Gründe du hattest, das zu machen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel auch so deine eigene Entwicklung siehst, du guckst ja wirklich nicht nur Blockbuster. Also du bist ja nicht jemand, der jetzt irgendwie, also natürlich auch von der Zeit her, das ist klar, aber du bist jetzt nicht jemand, der nur irgendwie aus dem Loch gekrochen kommt, sage ich mal, wenn jetzt irgendwie Captain Marvel ist oder so. Und wobei er da dabei war. Ja, okay, da war dabei, aber worauf ich hinaus möchte, also mir ist das zum Beispiel sehr positiv aufgefallen bei dir, da möchte ich dir auch nochmal im Nachhinein Lob für aussprechen, diese Doku, die über die beiden Clowns gemacht hast. Ach ja. Hm. Da hat man wirklich gemerkt, dass das wirklich was war, was du dir normalerweise nie anguckst. Was für eine Doku und über zwei Clowns? Du fühlst dich die ganze Zeit angesprochen, Andi, aber ich glaube, er redet von mir. Achso. Ach, dachte schon gerade so. Das war eine andere Doku, Andi. Die über Campo sprechen wir vielleicht gleich noch, wer weiß. Ach Gott, ich dachte gerade, was für zwei Clowns. Aber ja, ich nehme das Lob trotzdem gerne an, weil es. Ja, an dich ging es auch so ein bisschen, zumindest für die Flaschengeist-Nummer. So. Nee, und also da hat man wirklich gemerkt, dass du dich. Also ich finde es einfach toll, dass du gewisse Stoffe immer so ein bisschen zumindest versuchst, da abzuholen, wo sie stehen, wenn du jetzt verstehst, was ich meine. Und ich finde es auch toll, dass du, also du merkst ja selber, du hast schon irgendwie jetzt ein anderes Gespür einfach entwickelt. Und dein Spektrum ist einfach breiter geworden von dem, was du dir ansiehst. Bei mir ist es, ja, ich muss dazu sagen, ich habe schon immer ein sehr breites Spektrum gehabt. Also ich kann mir eigentlich alles angucken, außer Heimatfilme der Nachkriegszeit und Til Schweiger vielleicht noch. Mhm. Was eigentlich dasselbe ist, aber egal. Und ich kann nur sagen, also ich habe auch sehr viel gesehen in diesem Jahr, was ich mir unter Umständen nicht angesehen hätte. Und da kann ich sogar ein aktuelles Beispiel aufführen, was ich mit dem Andi aufgenommen habe. Und ja, Andi, diesmal bist du gemeint. Gottes Willen. Ja, vielleicht sollen wir irgendwie, Andi nennen wir nur noch Chef, genau. Und genau. Wir hatten zusammen diesen Film besprochen, Alles außergewöhnlich, von den beiden ziemlich beste Freunde-Regisseuren. Ein Film, den ich mir normalerweise niemals angesehen hätte. Und zwar nicht, weil das Thema mich nicht interessiert hätte oder sonst was, sondern weil ich eigentlich mir von diesen beiden Regisseuren nie wieder was ansehen wollte. Mhm. Ich hatte da wirklich richtige Vorurteile, weil ich kein ziemlich bester Freund von ziemlich beste Freunde bin. Derselbe Witz wie im Cast. So. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass mich gewisse Vorurteile an gewissen Stellen nicht weiterbringen. Das merke ich auch jetzt so generell in den letzten Jahren, so wo ich jetzt angefangen habe, wirklich auch wieder vermehrt über Filme zu schreiben und zu analysieren und jetzt eben auch zu podcasten, dass das nicht weiterführen kann und dass man sich durch Vorurteile durchaus auch so einiges entgehen lassen kann. Ja, das fand ich auch schön, wie du dann in dem Cast irgendwie, wo wir dann die Punktebewertungen abgebauten Vorurteilen vergeben haben. Ja, das trifft's einfach sehr gut. Also da hatte ich halt auch viele Beispiele, wo ich mir dachte so, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf wegen Regisseur, Thema oder sonst was. Und dann war ich immer wieder positiv überrascht. Genau. Auch ich habe ja dieses Jahr erst dann das russische Kino für mich entdeckt. Das ist, spielt ja schon gerade auch wieder, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, so die Highlights des Jahres, was mit dem Telestammtisch zu tun hat irgendwie, habe ich ja eine Filmpremiere in München mitmachen dürfen irgendwie. Geile Geschichte eigentlich, musst du unbedingt erzählen. Das ist echt eine geile Geschichte. Ja. Ja, genau. Aber davor ja auch schon habe ich mir zwei russische Filme angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen russischen Film gesehen habe, außer jetzt vielleicht so ein Klassiker wie Solaris ist, glaube ich, original russisch, oder? Genau, oder Stalker. Habe ich noch nicht gesehen, hatte ich aber immer vor. Aber jetzt zum Beispiel Leto und Acid, irgendwie zwei russische Filme, so aus dem Indie-Bereich, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann habe ich
mich total damit beschäftigt, weil die sehr interessant und spannend waren irgendwie. Und dann die Sahnehäubchen zum russischen Kino war dann diese Filmpremiere in München zu dem Film Hero, heißt der übersetzt auf Deutsch. Da wurden wir netterweise eingeladen und es war eine Riesenpremiere mit 200 Leuten und da war der größte aktuelle russische Superstar Alexander Petrov zu Gast, den ich dann auch noch interviewen durfte. Noch nie was von dem gehört, aber das komplette Kino war voll mit der kompletten, wie sagt man, russischen Community, sage ich mal, aus München. Und dann lief der Film da auch irgendwie auf Russisch ohne Untertitel. Und das war echt total witzig. Und dann habe ich aber zum Glück halt noch irgendwie auch einen Filmjournalisten aus Moskau kennengelernt. Und mit dem haben wir dann auch noch ein Interview gemacht. Und dann haben wir da echt total das spannende Interview gehabt. Und auch mit eben Alexander Petrov, der dann noch so ein bisschen übers russische Kino Auskunft gegeben hat. Das fand ich total cool. Und meine Movie Break Wishlist ist voll mit russischen Kinofilmen, die ich mir noch reinziehen will jetzt danach. Weil eben da gibt es so spannende Regisseure, Kirill Serebrennikov zum Beispiel, der ja auch im letzten Jahr ziemlich oft in den Medien war durch politische Geschichten und so. Ah, keine Ahnung, das war einfach eins meiner Highlights dieses Jahr. Entdeckungen, sage ich mal. Sehr schön. Ja. Das war generell geil. Das ist einfach so ein Beispiel von, da ist irgendwo in der E-Mail-Kommunikation was schiefgegangen. Es gab, glaube ich, zwei Veranstaltungen dieser Art. Die eine war die riesengroße, die russische, bei der ihr dann gewesen seid. Und es gab dann noch die andere ein oder zwei Tage vorher, beziehungsweise später, keine Ahnung, die dann quasi die deutsche Vorführung gewesen wäre, wo dann auch die eigentlichen deutschen Journalisten eingeladen worden sind. Aber irgendwas ging da schief. Naja, und letztlich hatten wir dann eben einen der Stars, der offensichtlich direkt live vor Ort, der ja Bock hatte scheinbar, zumindest war das der Eindruck, den ich hatte von dem Interview, das du geführt hattest. Und schön auch eure Besprechung, wie ihr euch dann natürlich jetzt nicht so ausgiebig über die Inhalte, sondern über sowas wie den Schnitt und die Effekte und den Soundtrack unterhalten habt. Das fand ich schon großartig. Wo man sich dann hinrettet, wenn man kein Wort versteht. Ne? Ja. Ja, dann gab es noch so ein Q&A danach. Das hat, glaube ich, nochmal fast eine Stunde gedauert. Und das war total spannend, weil irgendwie diese Atmosphäre da drin so cool war. Weil die haben halt auf komplett Russisch natürlich dann auch wieder Fragen gestellt. Und dieser Typ, dieser Alexander Petrov, war halt echt so ein Entertainer. Und der stand dann da vorne und alle haben gelacht. Wir haben nichts verstanden. Und wo es vorbei war, haben wir dann auch gemeint, ja, schön war es. Nichts verstanden. Und dann hat so eine Dame neben uns halt auch russischsprachig irgendwie gemeint, so wie, habt ihr nichts verstanden? Dann so, ja, nö, wir können jetzt kein Russisch. Und die haben sich schief gelacht irgendwie. Dann, was macht ihr denn hier? So, ja, wir sind Profis. Gell? Aber dadurch, dass wir dann halt eben noch mit dem anderen Typen ins Gespräch gekommen sind, glaube ich, hat man in diesem Podcast auch noch spannende Einblicke irgendwie in das russische Kino erhalten. Also der hat dann ja noch total offen über auch den Film geredet, dass es halt eigentlich nicht, ja, wie sagt man, repräsentativ für alles ist, dass es halt einfach jetzt so ein Blockbuster war und dass es da halt ganz viele andere spannende Sachen gibt und auch politisch irgendwie teilweise ganz spannende Sachen gibt und das war total interessant. Kann ich nur empfehlen. Ja. Generell haben wir auch eine ganze Menge eigentlich ganz cooler Interviews schon geführt jetzt in diesem Filmbereich und ich werde jetzt nicht alle aufzählen, da sind ganz tolle Sachen dabei gewesen. Wir hatten diverse Einladungen und das ist ja auch so ein Ding, was uns so ein bisschen von diesen, ich sag mal ganz klassisch Profis unterscheidet. Wenn wir eine E-Mail bekommen, wir können jetzt hier plötzlich Christian Bale interviewen, müssen dazu nur mal eben uns überhaupt erstmal anmelden, akkreditieren lassen, was schon mal nicht einfach ist, gerade für einen kleinen Podcast wie uns, aber eben dafür vor allem eben nach Berlin fahren, dann ist das für uns nahezu unmöglich. Wenn wir die Gelegenheit haben, vor Ort was mitzunehmen, wie zum Beispiel in München diese Veranstaltung oder eben wenn wir gerade mal in Berlin sind und haben dann da Gelegenheit, da an der Veranstaltung teilzunehmen, wo dann eben David Hasselhoff da ist, dann ist es natürlich toll. Aber wir haben eben überhaupt nicht die Möglichkeit hier, weil wir eben ein reines Hobbyprojekt sind, dass ich absolut, also wir kriegen keinen Cent von niemandem, gar nichts. Ich butter einfach nur drauf. Moment. Ich bin schon extra wegen David Hasselhoff nach Berlin gefahren, so ist ja nicht. Ach so, Entschuldigung. Na klar, sicher. Also ich sag nur, wir können hier nicht mal Reisekosten oder sowas zahlen, was andere natürlich durchaus können und von einem Honorar oder so will ich gar nicht erst anfangen und deswegen ist es schon besonders cool, wenn wir sowas mal mitnehmen können. Ich kann mich jetzt zum Beispiel daran erinnern, dass der Christopher sich mal mit der Regisseurin von Dark Eden getroffen hat, eine Dokumentation über Ölabbau in Kanada und so.
Ich hatte schon Gelegenheiten, hier in Frankfurt was mitzunehmen. Der Steffen und die Kati haben schon Sachen mitgenommen in Leipzig, weil da auch Veranstaltungen stattfinden und so weiter und so weiter. Gerade so Kinotouren, da sind wir natürlich gern dabei und halten unsere Mikros dann mal da drauf, weil wir da inzwischen auch tatsächlich technisch zum Beispiel ganz gut ausgestattet sind. Wir haben viele Kollegen, die ja auch nebenbei noch Projekte haben, eigene Podcasts und da wirklich sehr gute Technik einfach auch am Start haben. Das finde ich immer toll. Das sind auch Mehrwerte, die ich gern irgendwie auch im Telestammtisch sehe. Und wie gesagt, so rein finanziell hat da keiner was von. Das machen wir einfach nur, weil wir da so ein bisschen Bock drauf haben. Das sind so als derjenige, der quasi so die Hand über allem hält, ist das so mein Highlight an dem, was wir an Veröffentlichungen bei den Filmkritiken haben. Ja, so sieht's aus. Und ich habe das Interview mit Florence Pugh, finde ich, ich hab's sausen lassen. Oder mit Ari Aster. Ja, oder um auch mal was zu teasern, aber wir werden es wahrscheinlich nicht wahrnehmen können. Es tut mir im Herzen weh, aber heute kam eine E-Mail und es wird wohl nicht funktionieren. Aber wir können zu, oh Gott, Rote Teppich-Veranstaltung in Köln zum Star Wars-Film, zum exklusiven Gala-Screening am 17. Dezember in Köln. Aber mir scheint, als kriegen wir es nicht auf die Reihe, das irgendwie organisatorisch umzusetzen. Aber ich sage nur, wir kriegen echt teilweise richtig geile Einladungen mit richtig großen Namen. Und wenn man dann sieht, was in der Medienlandschaft da draußen so auf den Bildschirmen erscheint, dann ist es echt nicht so unwahrscheinlich, dass wir da auch mal den Zuschlag bekommen würden. Nur wir können einfach rein zeitlich meistens da nicht viel machen. Und ich sag mal so, in der ein oder anderen Besprechung habe ich da noch so Affiliate-Links für Amazon eingebaut. Aber für die 3 Cent, die da vielleicht mal irgendwann irgendwie irgendwo rauskommen, kriege ich jetzt kein Zugticket gekauft. Da muss ich euch da draußen ein bisschen enttäuschen. Ey, 17. Dezember habe ich Zeit. Was ist da los? Da komme ich hin. Jetzt ab nach Köln. Können wir uns gern treffen. Aber du kommst keinen Einlass zum Screening, ne? Ach so. Also das sei noch mal gesagt. Du darfst dann dich da eine schon an den roten Teppich stellen und irgendwelche Influencer befragen, ob sie lieber Cola oder Fanta trinken. Na gut. Ah, okay. Ja, aber dann kann ich noch dich besuchen, du. Das wäre doch schon die Reise wert. Ich bin nicht da. Es tut mir leid. Wenn das stattfindet, bin ich auf dem Weg in den Osten zu meiner Mutter über Weihnachten. Ja, dann komme ich. Also wenn echt mal Star Wars kommt und du verziehst dich in den Osten. Wie gesagt, ich habe das schon verstanden, was Adi gerade meinte, aber das ist halt einfach, mich interessiert sowas tatsächlich überhaupt gar nicht. Und es wurde ja explizit gesagt, dass man an diesem Screening nicht teilnehmen wird. Und dann denke ich mir, gut, dann gehe ich halt lieber in die PV, die wahrscheinlich einen Tag früher ist. Ne? Ja, ganz genau, das ist tatsächlich, ja, richtig. Ja. Ja, das fand ich aber ganz spannend, weil das fand ich auch irgendwie, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Oh Gott, das ist authentisch, Andi. Ja. Nee, aber diese Interviewgeschichte, die fand ich echt anfangs auch schwierig und dann kommt halt so eine Geschichte vorbei wie David Hasselhoff oder so und dann muss man mal ins kalte Wasser springen und ich gebe zu, dass ich da doch auch ein bisschen nervös war und so und das auch von Kollegen kenne, die dann auch sagen so, ich weiß es nicht, auch wenn es kurzfristig ist und so teilweise, dass es da muss man schon über seinen Schatten springen irgendwie. Das war auch irgendwie recht peinlich bei dieser russischen PV und so. Da haben die mich dann auch so hingeschubst. Ich dachte, das wäre eigentlich so ein Q&A danach und dann musste ich auf einmal so mir irgendwelche Fragen da aus den Fingern saugen an diesen Typen und so. Aber ich kann mir vorstellen, das in nächster Zeit öfter zu machen, weil wenn man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann, natürlich ist noch besser, aber es macht einfach dann doch Spaß. Da freue ich mich schon drauf. Wobei ich sagen muss, das beste Interview ist für mich immer noch deins mit Patrick Roach, der deutschen Synchronstimme von Kit Harington, weil ihr da mir einen kleinen Wunsch erfüllt habt, nämlich ihr habt einen kleinen Gag eingespielt. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, Stichwort Snickers, ja. Ja, gern geschehen. Das war natürlich dann, da war diese Hemmschwelle jetzt ein bisschen geringer, weil wir uns ja schon irgendwie ein bisschen kannten und so und dann war das jetzt nicht so, dass da war diese. Und vor allem, ihr hattet doch auch Zeit. Genau. Ne? Also ich kenne halt diese Veranstaltung und das ist halt meistens wirklich so eine Fließbandproduktion und ich finde das immer anstrengend und ich finde das nicht besonders ergiebig. Ja. Dann habe ich lieber halt Interviews, wo sich von mir aus auch 2 alte Bekannte treffen, aber halt wo man eine gewisse Zeit hat. Genau, und auch irgendwie persönliche Fragen. Ja, und wo man eben nicht diese Standardfragen einfach abgrast. Ne? Ja, genau. Ja. Ah, das war so furchtbar. Denn ich glaube, Oscar Isaac, der wird nicht zum ersten Mal gefragt, wie der Dreh zu Star Wars Episode 9 war. Und ich glaube, er wird auch immer dieselbe Antwort geben. Ne? Ja. Ja, da hatte ich auch den Anspruch, aber das war schlimm hier an der Berliner Mauer mit David Hasselhoff. Ich bin noch kein geübter Journalist, deswegen war das so ein bisschen, stand ich da und Ellbogen ausgefahren so ein bisschen, aber kam halt kaum zu Wort und es wurden von allen Seiten halt diese Standardfragen gestellt und das war echt ein bisschen ermüdend, ja. Das wäre auch mein Anspruch, dass man halt irgendwie so ein bisschen
interessantes, persönliches Interview führt. Das ist unser Anspruch hier beim Telestammtisch. Und am Ende, als alle weg waren, hast du David doch entgegengehaucht. David, thank you for the freedom. Genau. Aber das ist ein Beispiel von guter Nachbearbeitung, wie du dann auch diese, sagen wir mal, sehr einfach langweiligen Fragen der Kollegen da dann kommentiert hast. Also es war mein Highlight. Wirklich ganz großes Kino. Ja. Stimmt, ja, das war klasse. Ja, also ich nehme das nicht mehr wahr. Wenn ich mit David Hasselhoff nicht danach noch irgendwie auf ein Spoilerbräu im Hotel mich treffen kann, dann ist es nicht dasselbe. Aber Andi, Spoilerbräu war doch unser Bier. Für David Hasselhoff verlässt er dich, also wirklich. Ja, okay. Ja. Damit kann ich leben. Doch, ja. Doch, würde ich auch machen. Jo, Jungs, ich würde gern mit euch nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Denn wir haben ja alle unsere sexy Glaskugel vor uns stehen und es gibt so ein paar Sachen, über die können wir schon sprechen, weil sie entweder schon im Kasten sind oder weil sie definitiv fest geplant sind. Aber vielleicht können wir auch nochmal einen kleinen Blick drüber hinaus wagen und mal überlegen, was kommt da noch auf uns zu, worauf haben wir noch Bock, wie geht's eigentlich weiter und das würde mich mal so ein bisschen interessieren, worauf hättet ihr einfach noch Bock, was wollt ihr noch machen? Wir haben jetzt unter anderem ja auch gerade Ende November und werdet ihr bereits den ersten von insgesamt 4 Adventscasts gehört haben. Denn die Redaktion, die wie gesagt knapp 40 Leute umfasst, da gibt es noch ein paar Leute, die hatten Bock nochmal so ein bisschen mehr zu machen als sonst. Das heißt also, es gibt hier, wenn man so will, 4 Teams. In denen seid ihr teilweise auch vertreten, soweit ich weiß. Und ihr habt dann Adventscasts aufgezeichnet. Und Inhalte dieser Casts waren dann quasi so Top-Listen und auch Flop-Listen. Und echt, ich habe 2 Casts schon gehört, die sind schon aufgezeichnet in der Vorproduktion. Da sind wirklich auch jede Menge so Trivia- und Abschweifgeschichten entstanden. Und im Regelfall ist es sehr, sehr lustig. Also ich finde wirklich total klasse, dass es so in der Form entstanden ist, weil es eben auch wieder mal mehr Aufwand und mehr Arbeit war, als wir eh schon haben mit ja im Regelfall 4 Veröffentlichungen die Woche. Und da sind tolle Moderationen dabei, da sind wie gesagt tolle Anekdoten dabei. Und der Max hat in dem Fall das Ganze auch noch schön geschnitten, schöne Atmo hintergelegt. Das klingt so nach einem Kaminknistern und so. Ist echt eine coole Sache. Das ist eine Sache, auf die kann sich jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin da draußen auf jeden Fall noch freuen. Was ich auch noch anschließen möchte, aber da gibt es noch nichts, was ich zu Inhalten sagen kann. Es wird ein Redaktionstreffen geben und es wird ziemlich geil und es findet im Frühjahr statt und es wird wahnsinnig viel Content geben und wir sind gerade auf der Suche nach, wenn man so will, Partnern, mit denen wir zusammen da vielleicht ein bisschen was auf die Bühne stellen können. Also es ist jetzt nichts, wo man eine veröffentlichte Veranstaltung, wo man uns besuchen kann oder so, keine Sorge. aber es wird wahrscheinlich ein Facebook-Stream, kann ich mir vorstellen, kann man da auf jeden Fall machen oder Twitter oder Instagram, whatever. Und da sollen natürlich Filmbesprechungen entstehen, ganz viel. Und ich habe vor allem Bock auf Exklusiv-Content und hätte halt auch Bock, dass uns irgendwer noch so ein bisschen unter die Arme greift, uns nicht nur Content zur Verfügung stellt, sondern dem Ganzen vielleicht auch finanziell entgegenkommt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch auf tolle Sachen freuen. Ich habe da ganz viele Ideen. Und ich sag mal so, es wird auf jeden Fall eine Menge geballert und da entstehen garantiert auch eine Menge Drunkcasts, ne, Andi? Also ich kann so viel sagen, wir hatten so eine Art Treffen schon mal mit der Movie Break Redaktion und da ist auch ein Drunkcast entstanden oder wie wir ihn nennen, der beste Podcast aller Zeiten. Ja. Das könnte lustig werden. Ja. Sehr lustig werden. Das ist sehr lustig. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, euch alle mal kennenzulernen. Oh ja. Ich bin nur da wegen dem Alkohol. Wie sich das gehört. Ich meine ehrlich. Jo, Jungs. Jetzt. Ich hätte eine Frage. Habt ihr irgendwie noch peinliche, lustige Momente, die ihr mit dem Telestammtisch verbindet? Jede Menge. Ja. Dafür reicht der Gast nicht. Also ich kann ja mal vorpreschen, weil ich hatte gestern, war ich in der Presseaufführung von Knives Out und ich saß in der Presseaufführung halt und nach guter Stunde fing meine Nase an zu bluten. Ich wusste nicht warum. Und der Film ist aber, also ich hatte ihn sehr gut, und der Film ist aber halt so aufgebaut, dass wenn man halt nur 5 Minuten rausgeht, dann kann man es vergessen, weil dann hat man wieder irgendeinen wichtigen Hinweis oder irgendeinen Twist verpasst und versteht die Hälfte nicht. Und dann habe ich halt, mutig wie ich bin, als echter Mann, einfach mal tapfer in meinen T-Shirt-Kragen geblutet. Und es hörte dann auch irgendwann auf.
und hab's auch vergessen. Und dann war der Film halt aus und Abspann zu Ende und ich ging raus und vor mir stand diese Security-Dame mit einem kreidebleichen Gesicht und sagte, was haben Sie denn gemacht? Und dann sah ich mein Gesicht in der Spiegelung und meine ganze Fresse war rot. Geil. Ja, also solche Art von Geschichten habe ich zuhauf tatsächlich. Obwohl das eher PV-Geschichten sind, ne? Ja, aber es war halt für Telestammtisch. Ich dachte, ich wollte halt den Leuten nur zeigen, hey, wir sind auch nur Menschen. Ja. Ach ja. Ja, ich hätte noch was, obwohl das kann Andi eigentlich erzählen, aus unserem, die möchte ich auch mal kurz als mein Highlight erwähnen und mich auch nochmal bei Andi nochmals bedanken an dieser Stelle. Und ja, bei Chef Andi, dass wir die Möglichkeit hatten, zu der letzten Game of Thrones Staffel ausführliche Recaps zu machen. Also, dass uns mir da die Möglichkeit gegeben wurde, weil ich rede wahnsinnig gerne über diese Serie, wie vielleicht in den Cast so ein oder das andere Mal durchgekommen ist. Und dass man hier die Möglichkeit hatte, dass das so technisch funktioniert hat, mehr oder weniger an den meisten Stellen zumindest. Und ja, jetzt hat Andi noch eine ganz lustige Anekdote, glaube ich, davon. Ja, wenn ich sie selber erzähle, ist das nicht ganz witzig. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich da die auch gerne gehört habe, weil das Jahr hatte ja, es ist ganz witzig, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass dieses Game of Thrones Finale auch dieses Jahr noch war. So viel passiert seitdem. Und dann weiß ich noch, dass ich die immer mit Freude gehört habe, eure Casts, und dann wurde ich mal durch irgendwelche Zufälle oder Krankheitsfälle mit in den elitären Kreis aufgenommen, ganz spontan. Und das war, glaube ich, die Folge 5. Folge 5 mit hier King's Landing. Ich weiß gar nicht mehr den zeitlichen Ablauf, aber irgendwie, naja, da. Bevor du weiter erzählst, Achtung, es könnte Spoiler zur letzten Staffel Game of Thrones folgen. Sicher ist sicher. Genau, burning down the houses. Ja, genau, und dann bin ich irgendwie nach der Arbeit heimgekommen und ich weiß nicht mehr, ob es nicht genau klar war. Auf jeden Fall war ich dann immer zwischen Rechner und Balkon und habe da irgendwie eine geraucht und dann ist irgendwie mein, wo ich hier drin war und mit euch geschrieben habe, dass jetzt ich doch dabei bin, habe ich eine Zigarette draußen liegen lassen und dann ist irgendwie mein Aschenbecher explodiert oder so. hab's überhaupt nicht mitgekriegt und dann wollte ich mich gerade, glaube ich, bei Skype anmelden und sehe hier, weil ich sehe hier so ein bisschen schräg auf dem Balkon eine riesen Stichflamme. Und ja, mein Balkontisch ist abgefackelt, während ich eigentlich diesen Game of Thrones Cast aufnehmen wollte. Deswegen hatte ich hier eine wunderschöne Atmo zu dieser Folge, weil es hier die ganze Zeit derbe nach Rauch gestunken hat. Also ich bin da nochmal aufgestanden, habe den Tisch gelöscht, das dann hier schön reingezogen und ja, das war ein Audio. Nicht Audio, wie sagt man, wie ist das Wort für Geruchserlebnis? Ihr wisst das. Olfaktorik. Exakt, ja. Ja. Ja, auch ganz schön war, dass ich dann die ganze Zeit hier die Tür offen hatte. Ach nee, das war dann eine andere Folge, oder? Nee, weil dann hier die ganze Zeit noch irgendwelche Glocken im Hintergrund zu hören war, was auch sehr gut gepasst hat. Das war auch die, das kann ich mich noch erinnern, das ist leider in der Schnittfassung ein bisschen untergegangen. Ophonic hat das rausgeplättet. Genau in dem Moment, wo wir über den Titel reden, sind bei Andi Kirchenglocken zu hören. Und als wir dann darüber reden, Spoiler, dass King's Landing abgefackelt wird, hört man bei Andi im Hintergrund, ja, hier in München bei uns ist gerade irgendwie ein Feuerwehr. ehrlich, wirklich. Und wo wir über... Das kann man nicht planen. Wo wir über Vaseris, wie er heißt, habe ich mir vergessen, und seine Vögelchen geredet haben, war auch irgendwann mal Vogelgezwitscher zu hören. Stimmt, ja, ich habe sogar extra drin gelassen. Weil sowas kann man nicht planen. Vor allem dieser Cast, der war so wirklich total spontan. Oder also das war so ein kleiner Noteinsatz, weil da muss man zu sagen, ich hatte am Tag davor, hatte ich den mit Patrick und Pia aufgenommen. An dieser Stelle auch schöne Grüße. Und da gab es dann leider technische Schwierigkeiten, sodass wir den ganzen Cast nochmal aufnehmen mussten. Und für mich war es tatsächlich dann die dritte Aufnahme, weil ich, wie es du sich erinnern wird, ich habe ja auch beim Movie Break, also ich bin ja zweigleisig gefahren mit Game of Thrones und über diese Folge habe ich dann dreimal rund 2,5 Stunden gesprochen. In wahrscheinlich 48 Stunden. Und ja, es war halt so improvisiert. Ich hatte einfach zugefragt, ja komm, lass das nochmal machen. Und ja, holen wir Andi Papelitzki dazu. Und es war eine Mordsgaudi, wirklich. Also für das so, weil ich dachte mir so wirklich, nochmal darüber reden. Und es war dann aber schön, dass Andi nochmal eine komplett neue
ja, Duftmarke setzen konnte. Und es war einfach herrlich. Also da möchte ich mich auch nochmal für bedanken. Generell, also die Game of Thrones-Geschichten, das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das muss ich hier einfach nochmal unterstreichen. Und wir haben es ja auch geschafft. Wir haben ja diesen abschließenden Cast gemacht zur gesamten Serie. Mhm. Das wäre ja so ein Crossover-Movie-Break. Und ich glaube, es ist der mit Abstand längste Cast, ne? Mit 3:40 oder so? Ja, genau. Ja, also das war das große Crossover, ja. Das stimmt. Das ist mir letztes Mal eingefallen, weil ich dachte so, wow, unser Joker-Cast ist der längste im Tele-Stammtisch-Universum. Und dann fiel mir ein, nein, ist er nicht. Nicht mal annähernd. Und danach kommt direkt der Shining-Cast. Ja. Gibt es eigentlich eine neue Serie, die da auch wieder in Frage käme? Für mich und den Kollegen Christopher tatsächlich Westworld. Mhm. Da startet die dritte Staffel Anfang April nächsten Jahres, glaube ich. Ist auch wieder HBO und es sind 8 Folgen, also nicht 6. Da würde ich auch ganz gerne was zu machen tatsächlich mit ihm, weil der auch ein sehr großer Fan der Serie ist oder auch ein großer Christopher Nolan-Fan wie ich. Und Westworld ist ja von Jonathan Nolan entwickelt worden. Da hätte ich tatsächlich sehr Spaß dran. Der Patrick hat da eventuell auch schon Interesse angemeldet. Also mal schauen, wir hatten ja zum Beispiel auch, das fand ich auch sehr schön, mit dir und Patrick habe ich ja auch Black Mirror zum Beispiel besprochen. Ja. Ich finde das auch jetzt so in die Zukunft geguckt, ich fände es wichtig, dass wir, das treiben wir auch gerade beim Movie Break voran, dass wir vielleicht auch mal gucken, dass wir Platz für so, jetzt nicht so themenbezogene Podcasts finden, aber vielleicht welche, die auch so ein bisschen halt uns mehr als Persönlichkeiten herauskehren. Also, dass wir wirklich irgendwie so ein bisschen im Kopf des Zuhörers zu Charakterköpfen werden, sag ich mal. Und das haben wir durchaus bei Game of Thrones geschafft, würde ich sagen. Also, ich verbinde mit dem Game of Thrones Cast auch unglaublich viele Erinnerungen. Ich muss auch gestehen, es fällt mir schwer herauszufiltern, ob das jetzt Telestammtisch oder Moodleback war, weil ich auch beim Telestammtisch und beim Parkcast dabei war. Mhm. Wobei der Dominik natürlich da schon die meiste Leistung abgeliefert hat. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, zu einer Folge auch 2 Casts aufgenommen. Einmal Movie Break, einmal Telestammtisch. Mhm. Und da war ich halt auch echt durch. Und wenn ich überlege, dass der arme Dominik da irgendwie in 2 Tagen 3 Casts gemacht hat, jeder wahrscheinlich von einer Länge von 2 Stunden, also 6 Stunden investiert hat und dann noch bei der Telestammtisch auch den Schnitt machen musste, muss man sagen, erkennt man schon, dass er die Serie mehr liebt als ich. Ja, ganz sicher. Ja, das war auch wirklich teilweise herbe. Also ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, zur dritten Folge hatten wir das aufgenommen. Ich glaube sogar an einem Feiertag, da bin ich mir gar nicht sicher. Auch nicht mehr. Da habe ich den Thilo kennengelernt. Wir waren damit fertig und wirklich eine halbe Stunde später habe ich dann mit dir und Thomas das nochmal besprochen. Ja. Und das war schon echt herbe, aber ich habe es sehr gern gemacht und auch wenn der Schnitt teilweise echt enervierend war von diesen wirklich langen Folgen, bin ich da wirklich stolz drauf auf die ganze Nummer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es war ja auch schön, als wir uns dann mal persönlich getroffen haben, endlich mal bei so einer größeren Geburtstagsfeier, wurden wir dann angesprochen, sag mal, ihr kennt doch eure Stimmen. Ja, oh Gott, das war ein sehr interessantes Gefühl, sehr interessante Erfahrung. Also das waren zwar welche auch aus Thomas, also dem Movie Break Chef Thomas Dunstkreis, aber es war halt wirklich so, also man hat so diesen Hauch von Fame gehabt tatsächlich im Raum. Also das mag jetzt eitel klingen und vielleicht appelliert es auch irgendwie an unsere Eitelkeit, keine Ahnung, aber das war schon sehr interessant, weil die wirklich so, also die haben uns wirklich an den Stimmen erkannt von wegen, ihr seid das doch aus dem Podcast, oder? Das war so, ne, als wenn man jetzt irgendwie Synchronsprecher wäre. Ja. Ja. Was auch sehr schön war, dass sie gefordert haben, dass ich Dominik nochmal Nerd nennen soll. Ja, das war schon zum Kultfaktum, ja. Genau. Das ist herrlich. Ich bin auch dafür, dass wir dann bei unserem schönen Telestammtisch-Treffen in Kassel nächstes Jahr, wenn wir uns dann viele zumindest das erste Mal sehen, dass wir da so eine Art Herzblattwand einziehen und dann die dann so hinter so, du bist es. Das fand ich nämlich auch schön, wo ich euch mal in... Und dann steht da plötzlich Lasse. Ich glaube, dann sind von den geplanten 20 Leuten am Ende nur 3 übrig. Außerdem dürfte ich, also ich erkenne nahezu jeden an der Stimme, denke ich mal. Also die meisten zumindest, die markantesten. Das wäre ein saugeiles Spiel.
An den Stimmen, das wäre eine saugeile Idee. Ja, das war nämlich auch witzig, wo ich euch mal in Frankfurt besucht habe, weil ich zufälligerweise in einem Comicbuchladen in Frankfurt irgendwie Signierstunde hatte. Und dann, also dich kannte ich ja schon vom Sehen, aber dann eben auch von den Kollegen von Comic Cookies und halt auch unsere Redaktion, der Patrick, der Steffen und so ein paar Leute, die ich dann, weil ich ja zeichnen musste und so, den Kopf gesunken hatte. Und dann habe ich die Stimmen schon gehört und habe dann so aufgeschaut und musste dann so die Stimmen zuordnen und das fand ich auch total witzig. Naja, da freue ich mich drauf. Aber wo du gerade noch Specials angesprochen hast, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, was ich auch immer sehr cool finde am Telestammtisch, dass wir da eben so frei sind und nicht jetzt uns beschränken auf nur die neuesten Kinoveröffentlichungen, sondern zum Beispiel auch, wenn es halt einfach passt und relevant ist, dass wir dann halt einfach uns die Freiheiten nehmen und wenn wir Bock haben, einfach noch Filme im Zusammenhang mit aktuellen Filmen zum Beispiel mal mit besprechen. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Mehrwert für viele Leute. Jetzt zum Beispiel Dolomite Is My Name kam ja jetzt irgendwie dieses Jahr auf Netflix raus und dann haben wir uns einfach die Freiheit genommen, noch über Black Dynamite und den Original Dolomite zu sprechen. Und das finde ich cool, weil sowas hat man sonst, glaube ich, nicht, dass man halt einfach noch themenbezogene Zusatzfilmbesprechungen bekommt. Da muss ich uns selber nochmal auf die Schulter klopfen. Ganz uneitel. Genau. Finde ich gut und da sehe ich tatsächlich auch viel Potenzial. Ich mache kein Geheimnis draus, dass es sehr viel Arbeit ist, 4 bis 5 Ausgaben die Woche zu bearbeiten, weil da eben mehr hintersteckt als nur der Upload, sondern eben allein die E-Mails. Ich muss am Tag 2 bis 3 Stunden E-Mails schreiben, das ist kein Witz. Und da ist so ein Special, was man letztlich auch vorbereiten kann, irgendwie eine Möglichkeit, so ein bisschen Freiräume zu schaffen und einfach vorzuarbeiten. Da sehe ich tatsächlich noch recht viel Potenzial in der Frage, wie wir so langfristig weitermachen wollen. Finde ich super! Ey! Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich weiß, ihr wollt zum Schluss kommen, aber das könnte man kurz abhandeln. Habt ihr irgendwie favorisierte Folgen? Oh ja. Ja, ich stelle sie, die harten Fragen. Naja, der Aladdin-Podcast, den fand ich halt, also es ist natürlich blöd, eine zu nennen, wo man selber mit involviert war. Das ist natürlich ein bisschen eitel, aber... Ja, aber seien wir ehrlich, also wir haben ja schon festgestellt, dass Dominik und Chef alle Folgen hören, aber Andi, du und ich, wir tun das eher nicht. Und wir hören ich höre schon alle. Also ich habe... Okay, dann bin ich halt der Arsch, okay. Anfangs schon behauptet von wegen, dass ich ein Podcast-Neuling bin, aber mittlerweile höre ich mir wirklich alle Telestammtisch-Folgen an, um halt eben, auch wenn ich die Filme dann nicht sehe, aber halt einfach einen Überblick zu haben von allem. Also dass auch wenn jetzt ich einen Film vielleicht nicht sehe, dass ich zumindest weiß, was es so gibt, was man schauen könnte. Ich habe gestern zum Beispiel mit dem Mike Mishima besprochen und da dachte ich mir auch sofort, hey, da gehe ich rein. Und deswegen höre ich alles an, um da Sachen rauszufiltern, die für mich interessant sind und halt auch generell so einen Überblick über die Kinolandschaft zu haben. Deswegen, ich höre die auch alle. Du bist es also, sehr gut. Highlights, aber Dom, hast du Highlights? Erzähl mal. Ja, ganz erwartbar sämtliche Game of Thrones-Besprechungen, besonders das Crossover, das war ein Heidenspaß und ihr glaubt gar nicht, wie schnell diese 3,5 Stunden umgegangen sind, ohne dass wir es wirklich gemerkt haben. Ansonsten fand ich noch sehr schön und dadurch wurde der Telestammtisch dann auch wirklich mal zu so einer Gruppengeschichte, weil vorher war das ja eigentlich so, dass, also Andi, du wirst dich ja wahrscheinlich nur erinnern, wie das vor einem Jahr bei dir war, da waren ja noch längst nicht so viele Leute um dich herum, höchstens mal irgendwie Gäste und du hast ja eigentlich alles auch selber wegmoderiert. Und wir hatten dann diesen, der ist auch relativ, ja, ist ja relativ spontan entstanden. Wir hatten diesen Oscast gemacht, wo der Stu auch dabei war, wo ich das erste Mal mit dem Stu auch gecastet habe. Lasse und Patrick und wir dann halt so die Oscars haben Revue passieren lassen. Den fand ich sehr schön. Das war, glaube ich, auch mit der erste, den ich geschnitten habe, meine ich. Wobei den ersten, den ich für dich geschnitten habe, daran erinnere ich mich auch noch, das war The Hate U Give. Mit der Piepsstimme. Genau, mit der Piepsstimme. Das weiß ich noch, als ich dir die Spuren geschickt hatte. Und ich hatte auch echt Mühe mit diesem Cast, weil ich den nämlich, da war ich bei meiner damaligen Freundin zu Besuch und hatte nur mein kleines Convertible-Tablet und darauf halt geschnitten. Und es war halt ein bisschen umständlicher. Und dann hatte ich dir das geschickt und da hattest du mich angequatscht. Sag mal, was ist denn los? Sie klingt da wie Mickey Mouse. Also das war, glaube ich, die Chefredakteurin von moviejones.de, soweit ich weiß.
Genau, die Claudia von Movie Jones an der Stelle. Liebe Grüße, ganz tolle Kollegen. Leider, das liegt, ist meine Schuld. Ich habe dir die falsche, ich habe Mist gebaut bei der Konvertierung der Dateien und deswegen klickt die halt so hoch. Wir werden nochmal irgendwann eine tolle neue Aufnahme zu einem neuen Film machen. Da seid gespannt, das ist meine Schuld. Dann hört man den Unterschied raus, wer weiß wie. Das ist immer eine totale, ja, hallo. Ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich bin auch gerade mal in die Liste hier so drüber gegangen, denn wir haben, wir sind übrigens gerade, um hier auch mal wieder weitere Zahlen zu droppen. Heute werde ich veröffentlichen die 177. Ausgabe der Filmkritiken. Da haben wir insgesamt jeweils circa 3 Besprechungen. Manchmal haben wir auch nur eine Besprechung, weil es ein langes Special war. Dafür gibt es auch Ausgaben, da sind 4 drin, gerade zu Beginn. Also nur, um euch mal einen Richtwert zu geben. Die gehen jeweils circa eine Stunde, aber eben auch mal 2 Stunden ganz unterschiedlich. Und ich bin jetzt gerade so hier drüber gescrollt. Was gibt es eigentlich an Sachen, die mir aufgefallen sind? Wo würde ich sagen, ist ein Highlight? Und natürlich ist jede einzelne Folge ein Highlight für sich, weil in jeder einzelnen Besprechung tatsächlich auch einfach mal schöne Dinge gesagt worden sind und einfach ganz tolle Kombinationen. Zum Beispiel eben auch an Redakteur-Innen dabei waren. Aber meine persönlichen Highlights sind eigentlich die Geschichten, die man so als Special verkaufen könnte. Und da rede ich nicht davon, dass wir eine Stunde über den Joker gesprochen haben oder eine ganz tolle Besprechung zu Dr. Sleeps Erwachen gemacht haben, sondern da rede ich davon, dass wir zum Beispiel insgesamt 3 richtig gute Specials zum Fantasy-Filmfest dieses Jahr hatten. Mm-hmm. Da kann ich ja noch mal kurz erzählen, dass das wirklich ein nicht zu unterschätzender Mehraufwand gewesen ist. An der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Dom. Wir haben hier von den circa 50, 51 Filmen, die laufen, paar 20 bis 30 ungefähr besprochen gehabt. Und na, wahrscheinlich eher 30. Und das war nicht einfach so möglich. Ich habe da wirklich weltweit E-Mails geschrieben. Ich habe teilweise nach Südkorea und Co. E-Mails geschrieben. Auf Englisch habe dann da teilweise Pressescreener bekommen. Und wir hatten da die Gelegenheit, vorab einige Filme davon zu sichten. Und das war ein Riesenaufwand, wirklich ein Riesenaufwand, das war nochmal das Dreifache von dem, was ich sonst in der Woche machen muss. Und das hat aber zum Glück sehr gut funktioniert. Wir haben hier inzwischen Kolleginnen und Kollegen dabei, die sehr motiviert und engagiert an die Geschichte gegangen sind, tolle Gespräche geführt haben. Und da habe ich schon vielen Leuten gedankt für ihre tolle Arbeit, unter anderem eben auch dem Thilo, den wir ja auch schon kurz angesprochen hatten. Der hat sich nämlich mit dem, wenn man so will, Hauptveranstalter vom Fantasy Filmfest getroffen und da ein längeres Interview geführt. Der ist auch jahrelanger Besucher des Fests und der hat da ganz tolle Beiträge auch geliefert. Da gibt es 3 Besprechungen zum Fantasy Filmfest 2019. Das hat mir sehr gut gefallen. 3 große Specials, hört da unbedingt mal rein. Da wird auch unter anderem, haben wir da Sachen vorgegriffen, die jetzt erst ins Kino kommen werden. Das ist also sehr empfehlenswert. Und wir hatten auch schon ein Special zum Nordlichter Filmfestival. Da haben wir skandinavische Filme besprochen. Das ist so ein bisschen mit eingeflossen in die regulären Besprechungen. Da gibt es so eine kurze Antwort von mir und dann geht's los. Aber das ist so ein Thema, das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, wenn wir eben mit Festivalveranstaltern zusammenarbeiten und da irgendwie dann letztlich vielleicht auch einen gewissen Mehrwert bieten können und eben über Filme sprechen, über die nicht jeder große andere YouTuber zum Beispiel auch schon irgendwie berichtet hat, sondern eben da ein bisschen mehr in die Breite streuen können. Das sind so meine persönlichen Highlights. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr stark. Das Interview von Thilo mit dem Fantasy-Filmfest-Macher, das fand ich wirklich total interessant und super klasse. Ja, vielen Dank nochmal auch an den Thilo an dieser Stelle, dass er seine jahrelange Expertise da auch hat einfließen lassen. Ich kann da auch an den Punkt noch anknüpfen, weil das Lustige ist, also ich nehme mal morgen diesen Adventscast auf mit Thilo und Lasse und eines meiner Highlights ist eigentlich zu einem meiner Lowlights gewesen. Ich habe nämlich mit Max Rauscher auch schöne Grüße an dieser Stelle das Centerpiece besprochen vom Fantasy Filmfest, diesen Little Joe. Little Joe. Und diese Besprechung, also dieser Film ist egal, ich komme in dem anderen Cast da drauf, aber also der war definitiv so ein Lowlight des Jahres für mich, der Film, und die Besprechung mit Max Rauscher ist eine einzige Gaudi gewesen. Also wir haben am Anfang überlegt, ob wir da überhaupt uns 10 Minuten so aus den Fingern saugen können und es war wahnsinnig lustig. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den Kollegen. Das waren jetzt eine ganze Menge Highlights und auch viele tolle Sachen. Stu, du hattest dein Highlight, glaube ich, gleich zu Beginn genannt, ne? Das war, wie du schön dein T-Shirt geblutet hast, ne? Nee, also ich fand das Interview mit diesem Chef vom Fantasy Filmfest wirklich total interessant. Und da ich ja schon gesagt habe, dass ich nicht alle Cast höre und auch viele meiner, die ich gemacht habe, mich nochmal höre, kann ich jetzt noch 2 erwähnen. Einmal
dieser I'm Your Mother, da fand ich es ganz interessant. Ich weiß gerade noch nicht, mit wem ich ihn aufgenommen habe. Mit Andi. Aber da hatten wir halt... Ah, okay, hallo. Also, Sommer. Da hatten wir halt einfach verschiedene Theorien und Ansichten. Das war halt ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, nach dem Cast und nach der Aufnahme, dass ich so ein bisschen... nicht meinen Horizont erweitert habe, aber so eine andere Sicht auf den Film wirklich bekam. Und was auch sehr schön war und auch sehr spaßig, war der Cast zum Goldenen Handschuh. Ich glaube, das war auch mit dir, Andi, oder? Mhm. Ja, ja. Das liegt alles so weit zurück. Also, ja, das waren die Anfänge, keine Ahnung. Ja. Happy Death Day to You möchte ich auch noch erwähnen. Was? Happy Death Day to You mit euch beiden. Das war auch ein unglaublicher Spaß. Den habe ich mir sogar zweimal angehört an einem Tag, weil ich den so großartig fand. Ja, das war spät. Vor allem, wie Andi dann irgendwie an irgendeiner Stelle sagt, so, vor allem, ich war die Tage noch im Goldenen Handschuh, also jetzt in dem Film, nicht in der Kneipe. Herrlich, wirklich. Yo! Dann ist jetzt aus meiner Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo ich gerne ein paar Danksagungen noch loswerden wollen würde. Oh ja. Aber will euch vielleicht auch noch so, weiß nicht, wollt ihr noch, ist ja auch irgendwie letztlich so eine Art Jubiläum fast schon. Also klar, Jubiläum nicht so ganz, weil ich habe gerade vorhin gemeint, dass wir irgendwann im November 2016 die erste Ausgabe vom Telestammtisch hatten. Aber diese Filmkritikgeschichte, die gibt es ja jetzt letztlich seit ungefähr einem Jahr. Wenn ich hier so gucke, was man so im Feed alles findet, da geht es im Januar los. Die Filmkritiken selbst, die habe ich bereits so im November, Oktober letzten Jahres intensiviert und da auch viele Kollegen mit ins Boot geholt, unter anderem eben auch Externe. Bevor ich jetzt hier zu meinen ausschweifenden Danksagungen komme, gibt es noch Dinge, die ihr jetzt ganz zum Ende sagen wollt? Also quasi wie vorhin, ich sage mal bei den Filmkritiken, gibt es noch Punkte, die euch unter den Nägeln brennen? Aber ich glaube, das ist blöd. Ich kann nur so viel sagen, seitdem ich beim Telestammtisch bin, muss ich mein Handy, wenn ich ins Bett gehe, auf Flugmodus stellen. Und wenn ich dann irgendwie morgens aufstehe und es wieder anmache, bin ich plötzlich in irgendwelchen Chatgruppen drin. Ich frage mich, was ist hier los? Ja, an alle Neuen. Falls irgendjemand das hier bis zum Schluss gehört hat, diese Ausgabe, seid nicht abgeschreckt. Ihr könnt entweder die Chatgruppe verlassen oder auf stumm schalten. Seid nicht abgeschreckt. Ja. Außer bei der Plaudergruppe, das ist ein Fass ohne Boden mit nie endenden Diskussionen, die immer an denselben Stellen landen. Ja, wir haben mittlerweile eine Filmmusik-Rate-Gruppe, eine Filmzitate-Rate-Gruppe, dann den Verteiler natürlich, eine Plaudergruppe, die Adventsgruppe. Ja, und die Chefetage natürlich. Also ich hab wirklich bald den Überblick verloren. Ich habe auch heute ganz viele Gruppen verlassen erstmal, weil ich gar nicht mehr wusste, dass sie überhaupt noch existieren. Jo, dann würde ich an der Stelle gern nicht den Fehler begehen, mich jetzt bei jedem der großartigen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, einzeln zu bedanken. Wir haben jetzt schon ganz viele Namen genannt und wir haben auch ganz viele Namen nicht genannt. Das ist eigentlich total fatal. Und ich werde jetzt hier nicht alle ausgiebig einfach nennen können und da jeweils noch Worte für finden. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die wahnsinnig viel Arbeit investieren. Ganz aktuell haben wir wieder zum Beispiel, nur ein Beispiel, und das will ich eigentlich gar nicht machen, die Schlogger. Die habe ich gestern angeschrieben. Wie sieht's aus? Ich habe ihr einen Film, willst du den besprechen? Sagt sie, ja klar, kein Ding. Ich habe bis da und dahin Zeit. Dann kam plötzlich ein anderer Film rein. Also hat sie natürlich den besprochen und nicht den ursprünglichen Film. Dann kam ein zweiter Film rein, der hat auch noch reingepasst. Aber der eigentliche Film, den sie besprechen wollte, den mache ich jetzt, weil der später kam. Und da hat sie das eben mal kurz gemacht. Oder auch andere Kolleginnen und Kollegen, die relativ kurzfristig, bei uns geht relativ viel relativ kurzfristig zu Beginn der Woche, sich an Pressespieler noch geben, die Besprechungen aufzeichnen, die moderieren. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die hier auch neue Kollegen quasi mit einführen und die befragen zu filmen. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank an die komplette Redaktion, an alle, die da mitmachen. Sei es nur ein Beitrag im Monat oder seien es eben auch drei Beiträge in der Woche. All das, da bin ich mega für dankbar. Ohne euch würde das an der Stelle auf gar keinen Fall funktionieren. Der Telestammtisch, das ist ein Projekt, das kann nur funktionieren, weil wir eben so eine geile Redaktion haben und weil ich das Gefühl habe, wir sind auch eine Redaktion, wo die meisten Leute irgendwie miteinander können, auch sogar
alle miteinander können. Da gibt es kein wirklich schlechtes, böses Wort über irgendwen. Da wird mal gestänkert, aber irgendwie auf einer netten Ebene, zumindest das, was ich mitbekomme. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht mehr in unserer Redaktion drin. Die haben teilweise private Gründe gehabt oder waren mit irgendwelchen Situationen unzufrieden. Unter anderem, weil sie in der Plaudergruppe zugespammt wurden und dann überhaupt nicht mit der Orga klarkamen. Hatten wir alles dabei, aber wir haben uns im Grunde nach immer im Guten irgendwie getrennt. Da war nie irgendwie was Negatives. Ich möchte mich an der Stelle doch namentlich bei einer Person bedanken, die jetzt schon seit mehreren Monaten nicht mehr beim Telestammtisch ist, nämlich dem Danny. Mhm. Der Danny war letztlich einer, ohne den gerade die Anfangsmonate beim Telestammtisch in der Form nicht funktioniert hätten. Ich habe jetzt wieder Kontakt aufgenommen die Tage. An der Stelle vielen, vielen Dank an Danny, ohne den das, wie gesagt, an der Stelle überhaupt nicht geklappt hätte. Vielen Dank an die ganze Redaktion. Vielen Dank auch an alle, die von extern mit uns zusammenarbeiten. Es gibt viele, viele Kollegen von unter anderem Filmtoast, natürlich die Kollegen von Movie Break. Wir haben Kollegen, die eigene Blogs betreiben oder professionelle Filmkritiker sind. Jetzt zuletzt viel der Manfred Riepe zum Beispiel. Oder eben heute Abend werde ich noch eine Aufzeichnung machen mit dem Stefan von Filmfreaks und vielen, vielen weiteren. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen können. Fluxkompensator und so weiter und so weiter, die uns auch immer zur Verfügung stehen, um mal Gespräche zu führen, um sich mal kollegial und professionell auszutauschen und dann gegebenenfalls teilweise eben auch Besprechungen von Filmen durchzuführen, wo wir niemanden in die Presseverführung schicken konnten und eben auch keinen Pressescreener bekommen haben. Da vielen, vielen Dank. Dann danke ich natürlich sehr lieb auch, weil das letztlich so ein bisschen auch mit der Grund war, warum wir überhaupt so durchstarten könnten, den Kollegen von GeekWhisper. GeekWhisper hat hier wahrscheinlich auch in der Runde großartig niemand auf dem Schirm. GeekWhisper ist ein Online-Magazin, die unter anderem auch eben Filmbesprechungen machen, die Comic-Besprechungen machen, Buchbesprechungen und viele weitere Sachen. Und letztlich ist der Telestammtisch ursprünglich mal als eine Art Spin-off vom GeekWhisper.de entstanden. Da habe ich das Vergnügen gehabt mit den Redakteuren von GeekWhisper.de und ich zähle mich letztlich immer noch irgendwie als Mitglied deren Redaktion, zusammen die ersten Aufzeichnungen vom Telestammtisch zu machen. Das war total toll und hat da vor allem dafür gesorgt, dass wir auf dem YouTube-Kanal von GeekWhisper.de erscheinen konnten. Inzwischen ist der YouTube-Kanal ein bisschen umgestellt, weil letztlich sind wir die Einzigen, die da noch überhaupt Content produzieren für den Kanal. Aber es ist weiterhin auch dem Grunde nach der Kanal von den Kollegen von GeekWhisper, den wir jetzt quasi mitnutzen als eine Art, ist einfach jetzt so eine Geschwistersituation, gleichberechtigte Partner am YouTube-Kanal. Da vielen, vielen Dank an GeekWhisper, das ist unbedingt mal ein Versuch wert, da mal auf die Seite zu klicken. Da gibt es viele tolle Besprechungen in schriftlicher Form, unter anderem die Nina zum Beispiel, die bei uns auch viele Besprechungen macht, ist auch weiterhin dort in der Redaktion mit drin. Da gibt's also auch eine Menge Überschneidung. Vielen, vielen Dank. Ja, und zu guter Letzt noch, und das halte ich ganz kurz, vielen Dank auch an meine privat gesehen mal bessere Hälfte. Ohne dich, mein Schatz, würde das an der Stelle überhaupt nicht funktionieren. Ich werde jetzt nicht so sehr ins private Detail gehen, aber wenn ich hier nicht so sehr viel Unterstützung bekäme und vor allem eben auch so ein Verständnis bekommen würde dafür, dass ich hier nachts bis um 3, um 4 teilweise vorm Laptop sitze und noch E-Mails schreibe, dann würde das in der Form auch nicht funktionieren, denn der ein oder andere weiß es da draußen, ich mache den Spaß hier eigentlich auf selbstständiger Basis, also ich habe ein Kleingewerbe angemeldet, da fließt kein Geld und vermutlich wird das Ganze in 3 Jahren stillgelegt werden, weil das Finanzamt sagt, hier Herr Prill, Sie verdienen keine Kohle, wollen Sie es nicht vielleicht einfach mal lassen, aber letztlich ist das schon, ich habe gute Absichten und ich bin dem Grunde nach gewinnorientiert, man merkt es keiner und also auf der Stelle nochmal privat vielen, vielen Dank. Das würde ohne dich überhaupt nicht funktionieren, mein Schatz. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Gott, diese Harmonie hier. Ja, nice. Ja. Das war jetzt so mein Roundhouse-Kick der Liebe. Danke, Jungs. Danke an die Vertreter der Chefetage, die heute hier an der Runde teilgenommen haben. Ich glaube, es war eine schöne Runde. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. War okay. Okay. Stu, Andi, Dom, es war mir eine Freude und ja, ich würde wahrscheinlich bis bald, bis morgen, bis übermorgen, wir quatschen hier dauernd miteinander. Lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dürfen wir jetzt keine Dankeslisten mehr vorlesen oder was? Ah, na klar, du darfst. Du musst jetzt. Honorable Mentions. Mama und Papa und Zimmer. Bitte, ich will jetzt hier keinen abwürgen. Dom. Andi, nee, jetzt muss auch was von dir kommen. Ich danke meiner Familie, ich danke Gott und der Academy. Nein, Quatsch. Ja, willst du hier Miss Universe werden? Genau, oder? Weltfrieden. Miss Podcast. Ja. Weltfrieden. Und ich danke auch natürlich unserem Chef Andi für die Möglichkeit, Filme zu gucken, zu besprechen. Ich danke dem Stu für die vielen witzigen Stunden. Dem Dom, dass er so ein enthusiastischer Filmfan ist und auch sich da, auch für den Schnitt natürlich,
Ja, keine Ahnung. Und noch einen schönen Gruß an die Comic-Cookies, den Pascal, den Pascal auch. Pascal. Den Danny auch. Mit Danny hatte ich damals auch eine, wo du ihn erwähnt hast, wurde ich ja ganz rührselig an unsere, eigentlich eine der ersten Filmbesprechungen zu Young Man with High Potential. Hier noch einen schönen Gruß an Linus De Peroli. Wir haben ja den Kontakt verloren. Er hat sich ja nach unserer, mittelmäßigen Kritik gemeldet. Falls du das hörst, melde dich nochmal. Ich bin immer noch dafür bereit, nochmal den Film mit dir zu besprechen. Naja, und habe ich schon alles gesagt? Also beim Oscar wird man immer von der Bühne geweißer Hai. Danke an Movie Info. Break, dass ich hier einen. Genau. Danke auch an Movie Break, dass ich hier sehe, was ich dieses Jahr für Filme geschaut habe. Eine unglaublich tolle Seite, weil Movie Break. Geil! Dankeschön. Auf Wiedersehen. Da schneide ich synchron keines mehr. Da gibt es ein Copyright drauf, Leute, das wisst ihr, ne? Ja, dann bedanke ich mich auch ganz kurz bei Andi. Ich bedanke mich bei meiner Oma Lieselotte, die es gar nicht gibt. Und ich bedanke mich bei meinem alten Schrottrechner, der zumindest noch so relativ lange durchgehalten und geschwitzt hat, bis er jetzt ersetzt wurde und ich jetzt endlich mal gescheiten Audioschnitt hinbekomme. In deinem Fall kannst du das bestimmt als Betriebsausgabe irgendwo ansetzen. Ja, bestimmt. Ja. So in drei Jahren, genau. Ja gut, ich bedanke mich ja bei niemanden. Außer bei dir selbst. Ich sage eine Phrase, die ich bei Movieback immer sage. Wenn ihr das hier irgendwie die Möglichkeit habt, den Telestammtisch irgendwie zu bewerten, positiv oder einen netten Kommentar dazulassen, dann tut das. Warum? Weil wir es verdient haben. Und das ist mein letztes Wort. Tschüss. Vielen Dank. Lasst krachen. Tschö. Frohe Weihnachten. Ciao, ciao. Hey.